Das ist so Wahnsinn. Ja. Fliegern brauchen. Und warum sagt ihr so einen Schmarrn? Ja, weil er Depp ist. Ja, dann sagt ihm das einmal. Du bist der Depp. Du, so, warum hast du jetzt einen Termview runtergeschmissen? Chassis hat mir alles in Ordnung gebracht. Mit dem haben wir gestern ganz normal wieder reden können. Ja. Und ja. Und Okay. ganz normal. Es ist da anscheinend, was weiß ich was, einige Fehler aufgetreten oder sonst irgendwas und Ja, aber da muss er einen Termviewer wieder runterladen. ja, dann lohnt man halt wieder ober. Auf jeden Fall. Jetzt kommt schon wieder der. Ja. Wer ist der Typ? Ja, Peter, ich weiß nicht, braucht man den, hä? Na? Den braucht man nicht, ne? Ah. Jetzt ist er. Was Ist bist er du, Henry? gegangen? Na. Es ist er gegangen. Das andere ist noch ein Bauernbusch. Das ist ein Bauernbusch, der Ja. Hecht. Jetzt ist er wieder da. Es ist wieder da, sie fix, jetzt werden wir Der anders geht machen. gleich, der geht wieder. Echt? Hat er gesagt. Und wer ist da nur da, bitte? Das ist der Hecht, das ist ein Bauernbursch. Jetzt ist er Der wieder dort. Ja, ich bin auch Also. ein Bursch, Alter. So. Jetzt. Hallo. Ja. Jetzt muss man mal was machen. Ja, und was? Jetzt gibt's da unten bei der Suchleiste Termviewer ein. Ja, habe ich schon, aber er ist nicht da. Ich bin ein Ah, ein Mörder? Ja, waschechter Bauernbursch. Da ist da er doch. öffnen. Der ist gar Öffnen. nichts. Der ist gar nichts. Öffnen. Ja. Enter, öffnen. Genau. Was ist jetzt mit dem da? Mit dem. Ja, jetzt erwartet, der muss sich erst aktualisieren. Da muss man immer ein bisschen warten. Peter, hallo? Ja, ich warte doch. Da musst immer ein bisschen offen lassen, warten, aktualisieren lassen, weil das Programm ist so ein bisschen älter. Mongo, du darfst heute nicht so viel machen, okay? Die Ja. Kamera anschalten, aber sonst ganz wenig machen, damit er sich nicht Ja. aufregt wieder, okay? Warte, ich tue ihn wieder Ja. entmuten. Oh. Jetzt ist er wieder da. Na, wie jetzt hör auf zum Nerven, Kali. Carly, weißt du? Weil das ist der Kali, dieser ganze Kennst du ihn? Rascher. Ja, den kenne ich, Das das ist ist mein ein Heimwehr Freund. von einem. Und Der Spätzle, guter. jetzt ist er wieder da. Ja, es ist er wieder da, Jetzt ist er wieder da. Vor mir die ganze Zeit wegzumachen. Ich will da nur Hä? Aber. was. Er ist wieder da, den kennst du nicht. Den Bin ich wieder da? Du kennst das Lied? nicht. Ja, lass mal laufen. Echt, das ist aber ganz schön laut, gell, oder? Ich. Hallo? Servus? Ja, verdient mal nur jemand Geld mit dem Schmarrn. Der Wirtshaus Franz, der macht ganz viel Geld damit. Das Ding immer, weil er singt da ja nichts anderes als genau dies, oder? Ja. Ja. Aber er hat nur andere Lieder. Aber der Kind, hast du Was? jetzt mit dem Video? Oh? Jetzt wird da nicht mehr auf meinen Bildschirm zugegriffen. Jetzt wird schon wieder auf meinen Bildschirm zugegriffen, oder was? Wer? Ich Ich weiß bin nicht der wer. Wirtshaus Franz. Ich Auf bin jeden der Fall, meine Wirtshaus Maus Franz. bewegt Ich sich schon bin der wieder. Was soll Wirtshaus das? Franz. Ich bin der Wirtshaus Franz. Ich bin der Meine Wirtshaus Maus Franz. bewegt sich immer noch. Ich Was bin der soll das? Wirtshaus Franz. Ich bin der Ja, wenn es Wirtshaus das Franz. bewegt, dann bewegt
Pfeffi. Tu die sechs Beutel weg da. Die sechs Videobeutel oder? Jetzt die weg. Was? Du musst einfach aufs, ja, auf Video. Und jetzt klicken. Musst du auf Laberecke drücken. Auf Cinema. Ich wollte, euer Hanse, ich wollte nur mal. Auf Laberecke musst du drücken. Oder ja, sowas, ich ja. Mal sagen, Hanse, und die jetzt. Hä? Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Ich weiß es nicht, ey. Es ist sieben. Hoho. Jetzt. Red's mal mit dem Klon, das ist ja Wahnsinn. Okay, kick ihn nimmer, bitte, Hecht. Nicht kicken. Ja? Peter? Ah. Peter, wie geht's dir so? Was sind das für Fragen, bitte? Hallo? Ich warte nur. Was Interesse? Wie geht's denn dir? An mir geht's super. Ja, super. Könntest du mal bitte schon rausgehen, wenn... Gern machen, ich wollte nur dem Hanse und dem Hecht Tschüss sagen. Jo, dann mach das bitte. Ja, tschüss Hanse, tschüss Hecht. Servus. Servus. Tschüss, ihr Bauernbursch, Alter. Servus. Jetzt ist er weg. Ja, das ist der Saupreis, aber... Boah. Ein guter Mo. Aber ein guter Mo. Ich finde nicht, also da... Da hat sich der Hansi im rechten Smart eingefangen. Ja. Naja, na. Rechts drüben Bullo. Der wird um einiges kleiner sein als du. Ja. Der wird bestimmt, ich sage mal, bestimmt 15 cm kleiner sein als du, wenn jetzt über 20. Ja, da gibt es aber. Sogar 18. Ja, 18, das kann sein, aber es gibt da nur so einen. Hier heißt der, der ist fett. Josef? Den kennst du doch auch. Ha? Der eine, der so fett ist. Der fett Kummerni. Ja. Du weißt schon. Der eine. Der Toni. Nein, nicht der Toni, der... Wie heißt der? Der eine. Ja. Der eine aus der 6. Klasse. Der Hermann. Der Tobi. Na. Der riesige... Der Magnus! Der Magnus, ja, der. Oh. Ja, ja, fetter Bursch. Ja, der ist aber mächtig, gell? Hoho. Der haut so. Jeden um. Was soll jetzt da? Muss ich mal spulen? Also Teamviewer ist ja da. Also werden wir spulen, ja. Oder? Ja. Ja, Hecht, hast du auch LS? Nein, hab ich nicht, noch nicht. Schade. Wieso kommt er dann da rein? Also ich meine, warum hat er dann einen Discord, wenn er gar nicht LS hat? Der, ja, spielt, der spielt andere Spiele. Zeigel. So. Wir. Was spielst du dann? Wir Pum Pum Pum. Hallo, ich rede jetzt mit ihr, nicht mit peng, dir. Peng Peng Peng. Hallo. Ich rede jetzt nicht mit dir, Josef. Ich rede jetzt mit dir. Hey. Hör jetzt auf. Ruhe jetzt. Ja. Nein, ich spiele einen Ego-Shooter. Ein Ego-Shooter? Was für ein? Ein Rainbow Six. Okay. Und ganzen Tag, oder wie? Ja. Ja. Warum redest du denn mit Josef? So um die 26 Stunden am Tag. Haha. Wenn der Doktor... Jetzt bin ich wieder da! Ja. Das passt. Ja. Oh, jetzt ist er wieder da. Der Klo ist wieder da. Wieder da. Ich denke, der wollte bloß auf Wiederschauen sagen, jetzt ist er schon wieder da. Hat er weiß gesagt, nicht. Ja. Hey, Zwergerl! Der Zwergerl! Zwergerl? Okay. Mag ich nicht mehr. Jetzt mag er nicht mehr reden. Jetzt ist er nicht mehr, der Wirtshaus Franz. Oho, rechter Trümmer Silo hinger von. Neunundneunzig Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Hielt man für UFOs aus dem All. Oh.
ein General, er schickte ein General die Fliegerstaffel hinterher. Was tun wir jetzt, Josef? Ja, ich bin recht drüber Silo fahren. Hoho. Hoho. Aber was du auch machen kannst, du kannst den Bullock-Mod overloaden. Nein, ich lade keinen Mod mehr runter. Weil ja, der Mod. Nein, weil diese Mods mir nicht mehr ins Haus kommen. Aber der ist doch auf seinem Computer, nicht im Haus. Scheißegal, diese Mods haben bei mir Viren verursacht. Und das hat auch der Chassi gesagt. Das hat auch der Chassi gesagt. Welche der ist ein Dealer. Den Elchvirus doch irgendwie sowas. Ach so, den Elchvirus, ja. Hm. Der kommt, glaube ich, aus Kanada, oder? Ja, wie ich und... Ja. Aber Elf Virus ist eher so China. Hehehehe. Haha, du bist aber halt lustig. Hoho. Ja, hast du da Wurm frühstückt, oder was? Ja. Ja. Das merkt man. Rechter Drummer. Drummer. Inga von, jo. Mit roter Nase. Jawoll. Hö. Hö. Rechter Drummer. Bum, bum, bum. Hä? Gefällt dir das Liedl? Das ist nicht schlecht. Das ist nicht. Das passt. Ja, lass mir noch ein bisschen los. Bis das Bum-Bum-Bum. Ist schon da. Ja, nein, nicht so ganz. Nicht so gut, das ist, ja. Du Fettbauern, die finden das cool. Lalalalalalalalala. Ich bin da wieder. Servus? Was soll jetzt der Schmarrn? Du bist hochgegangen in einen anderen Server. Ich bin überhaupt nirgends hoch. In Gaming bist du gegangen. Wieder irgendjemand bewegt meine Maus. So, wieso jetzt sind schon sieben? Diesen sieben Dingen Bildschirm wegmachen. Hm? Bildschirme! Ja, da musst. Was da musst auf DJ Sonos Privatverstellung drücken. Auf was muss ich drücken? DJ Sonos Privatverstellung buchen. Was muss ich machen? DJ Sonos Privatverstellung buchen. Was muss ich machen? Ja, ein bisschen weiter. Rauf. Oben. Woher siehst du schon wieder mein Bildschirm? Peter, du machst die Bildschirmübertragung. Da kann man das sehen. Man kann nur die Bildschirm sehen. Jetzt Bildschirm diese sieben Dinge ausmachen, bitte. Ja, du musst auf DJ Sonas Privatvorstellung drücken. Auf was? DJ Sonas Privatvorstellung. DJ Sonas Privatvorstellung! Nein, nicht auf das! DJ Sonas Privatvorstellung oder auf Furi! Du musst da links!
Da, wo's, wo alle unsere Namen stehen, runterscrollen. Na! Hochscrollen! Och, nein, da ist es doch, über DJ Sonas Privatvorstellung. Wo unsere Namen stehen. Da drauf drücken. Ja, da drauf drücken, genau. So, und dann auf musst du Ausrufezeichen, nee, minus P und dann das Lied, das du gerne hören würdest, eingeben. Alles klar. Danke. Ja. Gut, Abo. Auto fahren am 3. September. Auto. Ich muss jetzt los, tschüss. Servus, Sepp. Was, am 3. September mit dem Auto? Ja, fehlt. Hoho, ho, ho. Am 3. September. Also wenn du ein Liedl hören magst, dann kannst du da, Nachricht, siehst du das da? Später Nachricht an DJ Sonas Privatvorstellungen. DJ Sonas Privatvorstellung. Kannst du mal, kannst du normal reden, da steht Privatvorstellung. Ja, da kannst du, unten Nachricht, wo du Nachrichten schreiben kannst. Nachricht, bei Nachrichten. Ja, genau. Ja. Ja, du jetzt schreib mal Minus und dann P. Minus und P? Ja. Minus und P. Nein, nur ein Minus, keine zwei. P. Genau, und jetzt Leertaste drücken einmal. Und jetzt kannst du einen Song, den du hören willst, reinschreiben, theoretisch. Ich weiß aber keinen. Ja. Hey, wer bewegt jetzt meine Maustaste? Wer ist das jetzt noch? Wenn der Chucky jetzt nicht mehr ist, wer hat jetzt noch das drauf von euch beiden? Wer bewegt mich? Ich mach gar nichts. Wer von euch beiden ist es? Der Chucky ist es nicht mehr. Nicht. Oder das geschrieben? Ja. Für dieser Luegner Facker Betrüger. Das würde ich ihm nicht so laut sagen. Hä? Das würde ich ihm nicht so laut sagen. Ja, er ist nicht da. Deshalb. Ja, aber vielleicht hört er zu, das könnte sein. Ausschalten. Ausschalten. Okay. Und wenn jetzt noch einmal jemand, noch ein einziges Mal irgendwas macht, meine Maustaste bewegt, oder irgendwas aufmachen, wenn jetzt noch ein einziger meine Maustaste bewegt, irgendwas schreibt, für mich, mach das aus. Dann mag ich nimmer. Mach es aus. Und lass es aus. Jungbauer Stiefel, das kann ich kontrollieren, aber sonst kann ich nichts kontrollieren. Die Musik ohne. Oh. Was ist denn das mit Sonas Aushilfe? Kann man die nicht wegkommen? Das ist ein Roboter, der kann Musik machen. Schreck! So, was machen wir jetzt? Ja, spulen, oder? Ja, dann, auf geht's. Wie? Was machen? Was tun? Ja. In Steam rein, oder? Sterben, ja. Ja, ja. Recht drüber, sterben. Sterbenfeuerträg. Steam heißt es. Stern. Oh, wollen wir dieses geisteskranke Spiel spielen, Josef? Das, wo man sich so zusammenschlägt. Trankenrässler. Trankenrässler. Bäder? Warum ist das jetzt wieder vergrößert? Das macht das, wenn die spielt, dann macht das. Damit es für denjenigen passt.
Was hast denn du da alles? Was denn? Also rechts drüber. Drüber. Ding. Geht das mit Tab oder wie? Ha? Muss man da mit Tab drauf gehen oder wie oder was? Jetzt hat. Und jetzt auf, jetzt auf Multiplayer, oder? Kann mit euch nicht reden. Hansi, wenn du dauernd Musik reinspielst, kann ich mit euch nicht reden. Das passt nicht. Ihr sollt da gar nichts machen. Ihr sollt nichts machen. Hört's auf jetzt. Ja, mach doch jetzt nichts. Jetzt hör halt einmal den Spinner auf. Multiplayer, oder? Ja. Multiplayer. Hast du offline geübt? Spiel beitreten. Spiel. Ja, oder Hansi, spielen wir das gute Spiel noch? Spielen wir das gute Spiel, oder? Jetzt auf weiter. Oh, recht da drüben Spiel spielen. Hoho. Welche Spiel spielen? Auf hey, Deutschland, oder? Magst du auch mitspielen? Auf Deutschland, der ist nicht da. Hey. Echt, du Bauer? Nur mal defen musst. Ja, schon beten. Defen. Welches Spiel? Da mal. Ja. So, Hecht, bei Hecht. Bei Hallo? Hecht. Sibi. Hallo, welches Sibi. Spiel? Okay, jetzt muss ich... Sibi! Okay, ich entweder... Hallo? Ja? Welches Spiel? Muss er auf zurück? Na, muss ich nicht, da sind alle Spiele. Na. Ja, zurück. Warum auf zurück? Weil zurück. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Zurück? Nein! Da! Nein, Deutschland, oder? Ja, zurück. Nein! Zurück! Nein! Zurück mit dir! Nein, auf Deutschland, oder? Hört's auf, das. Hört's hey! Auf. Zurück! Beenden? Nein! Was soll der Schmarrn? Nein! Nix, ich will LS spielen und jetzt nicht rüber. So, und welches jetzt? Hallo? Ja? Ey, da hörst du dich, ja? Ich höre das aus, ja. Das ist greifig, ha? Ja, und das soll er bitte ausschalten. Ah, das ist eine Rückkopplung. Servus? Manche schaut aus. Servus? Hallo? Nur da? Ja. Ich schalte jetzt gleich aus. 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 Ausschalten. Es ist aus. 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 Servus! So, jetzt auf zurück! Der hat gemutet. Servus! Hallo? Servus! Servus! Auf beenden, wie Jetzt hört's auf! B wie beenden? Nein! Weil ich will jetzt LS spielen! Na, mir mo, können wir was anderes spielen? Nein! Ah! Beda, du bist der Meister! Du bist dümmst über uns!
Wir haben gesagt, wir spielen LS, also spielen wir LS. Du bist der Meister. Fixe. Das ist doch wohl kein Problem, oder? Autismus. Für den Autismus ist es schon ein Problem. Hat überhaupt nichts mit Autismus zu tun. Du, beweis uns das doch nicht fast und geh aus dem Spiel raus. Was ist nochmal? Geh aus dem Spiel raus und so beweist das uns, dass du es nicht hast. Ich hab doch keinen Autismus, spinnst du? Das weiß man nicht, wenn du aus dem Spiel nicht rausgekommen bist oder so. Ich geh aus dem Spiel jetzt nicht raus, weil ich nichts anderes will. Ich will jetzt LS spielen und ihr wolltet das auch. Wir wollen ein lustiges Spiel spielen, ein tiefes Spiel. Das ist echt das tiefe Spiel. Ach komm her. Oh. Doch, wett mal, da kommen wir Steven. Ich lade nichts runter, gell? Das ist mini-klein, das ist bei Steam, das ich heißt, da ist nichts. Bei Steam ist das, da kann nix keine Viren drin sei. Das geht nicht. Ich lade nichts runter. Beva, jetzt Kim. Geh mal auf Hallo. Steam. Auf Steam? Genau, ja, und jetzt. Dann da oben auf Shop. Shop. Doch nicht auf den Steam. Doch, da. Und jetzt auf Nein. Shop, doch. Ist ja. Richtig. Da. Fahr mal vor. Siehst du? Fahr mal vor. Ohne nix. Aus. Das kostet nix, das ist kostenlos. Gute Fixe. Auf Steam, nee, auf Steam. Dann holt sie dir euch. Hammer schon, aber du musst es runterladen bei dir. Damit wir spielen, damit du mitspulen kannst. Da. Ich will das nicht spulen. Warum nicht? Oh. Schau mal, Shop oben links. Probier's einmal aus. Da, und jetzt da, nein, im Shop suchen, siehst du das? Durchsuchen, ja. Jetzt da, im Shop suchen. Da, wo die Lupe ist, daneben. Na, rechts. Rechts, wo die Lupe ist. Genau, aber jetzt da kannst du was eingeben bei ihm. Da genau. Und dann D wie Doris. R wie Europa. Dann U wie Ulrich. N wie Nano. Trumpen Barfight, oder? Nein, na. Das ist. Na, das kostet nichts. N wie Nano. K wie Kalim, da ist es schon, Drunken Wrestlers 2. Genau. Was drauf? Das wird gar nichts. Hä? Nur einmal. Ja. Noch E? Ja, da, jetzt drück nochmal drauf. Ja, hab ich gleich. Passiert nichts. Okay, dann gib da oben noch mal E rein. Neben das K. Genau, E. Schreib das so ab. Schreib das ab, genau. Drunken Pain. Na! Nur das ja. Da, ja. Das Zweier, genau. Da. Genau. Ja. Schau, das hat sehr positive Bewertungen. Jetzt scroll ein bisschen runter. Wo? Mit dem Mausrad. Wo? Da oder da, ja. Und jetzt da Spiel starten. Wo? Weiter rauf. Da wo? Spiel starten. Spiel starten. Jetzt weiter. Du stimmst sicher zu, da die Song. Zu was? Ja, du warst drauf gerade, nein. Ja. Na, dass du das spielst. Hey, hör auf jetzt, meine Maus zu bewegen. Okay. Guck, wer von euch beiden ist das? Ich bin's nicht. Ich kann nur Musik steuern. Ich kann nicht einmal Musik steuern. Das sind wir nicht. Das seid ihr. Einer von euch beiden ist es. Das sind wir nicht. Da unten Download aktiv. Download aktiv, nicht passiv.
Aktiv, ja? Ja. Letto. Ganz aktiv. Auf den Topf auf den Topf. Schatz, komm, schatz, komm, schatz, komm, schatz, das ist mir nicht, ne, auch dumm. Lülülü, lülülü. Französisch reden. Jetzt drück mal auf Downloads. Genau, und jetzt auf Spielen. Gut. Jetzt Zugriff zulassen. Nein. Doch, schau mal, was die wollen. Die wollen Kommunikation mit Netzwerken. Das heißt, die wollen einfach nur, dass du mit dem Internet verbunden mit anderen spielen kannst. Das meine. Nein, ich lasse meine Firewall. Da geht nicht die Firewall, da passt hier gar nichts. Da können wir nur zusammen spielen, mehr ist es nicht. Nein, ich lasse meine Firewall nicht blockieren. Die wird nicht blockiert. Doch. Na. Peter, du kennst die aus, oder? Wir haben das Spiel doch auch. Das heißt, wir haben das auch gemacht. Verstehst du das nicht? Jetzt lädst nicht deshalb. Du musst das bestätigen. Ja, passt so. Hansi, das geht auch so. Sicher. Normalerweise so. Das oder geht und warten einfach nur. Ladet erst oder ladet erst nicht? Da steht Loading. 8%. Ja, 8%. Ja. Wie hat das bitte? 8 sind mehr als 7%. Hallo. Warum geht es nicht mehr weg? Was meinst? Warum ist das so groß? Der Bildschirm soll kleiner werden. Weil das ein also Spiel ist. So groß jetzt, schau, jetzt lädt's. Nein, es lädt nicht. Du lädst nicht. Bei mir ist es auch bei 8%. Das bleibt da irgendwie hängen. Wir müssen warten einfach nur. Das bleibt hängen, richtig. Genau. Also vergiss das, den Schmarrn. Ah. Ich bin schon drin, ich bin drin. Ja. Oh nein. Ah, die Musik ist so laut. Okay. Ich schau den Livestream vom Ranche. Okay. Ich bin los wieder. Servus Sepp. Hat's gestern auch schon geschaut, was verzeiht. Ja, ich weiß schon, und du weißt welchen Teil? Ha? Ja. Ja. Ja, alles halt, ne? Ja, passt! Wenn jetzt der Sebi auch noch da war, das noch natürlich. Das war so geil. Ich dachte den so herstiefeln an Sebi in dem Spiel. Er lädt nicht. Es lädt! 2 auf 8 ist schon. Hat schon geladen. Bis 8% dann ist wohl. Warte mal, einfach warten. Das lädt schon. Abedert, wie heißt du noch einmal auf. Oh, ah ja, ich edde dich mal als Freund, gell? Ja, Bäder halt, oder? Bäder was 9... änderst du änderst gar nicht. Na, ich edde dich. Na. Ah, denn, das heißt, ich tu dich als Freund. Ah, Hansi, du wirst mir jetzt nicht eben. Nicht! Na, warum du, nee? Oh, das machst du. Warum der Männer ist ein smarter Fähne, ne? Weil du jetzt nichts ändert. Du okay. Tust jetzt nichts drum, hast mich. Okay. Du hast gar nichts da drin. Okay. Du machst da gar nichts. Du machst gar nichts, okay. Ich lieg in meinem Stuhl drin. Geil. Die 8%. Einfach warten. Das lädt genau. Doch! Schon wieder, es lädt! Ah! Es lädt! Ja! Geil! Das sieht doch gut aus.
Was soll man mit dem Müll? Leider. Halt! Oh, Nickname! Brauchen wir keinen. Doch, muss Tom, sonst geht's nicht. Nein. Ja, dann nimm mal du einen. Ja, schreib doch eine, sag Bäder, Baeda. Nein, warum soll ich meinen Nicknamen reinschreiben? Das passt nein, doch. Nein, hör auf! Das war, schreibt, warum nicht Bäder? Nein, hör auf! Nein, hör auf! Hör auf jetzt! Warum nicht Bäder? Plus H. Warum ich mach doch. Der ist schon. Das hat schon jemand hergenommen. Ich wirf Polizei. Hat schon jemand hergenommen. Ich wirf Polizei, Peter. Da bist du. Drück mal auf Play. Play. Und dann, oh Scheiße. Auf Back. Erst einmal auf Back. B-A-C-K. Das ist so laut. Ich höre nichts. Auf Back. Schnell. Und jetzt auf Settings. Settings. Genau. Und jetzt. Auf Settings. Was bringt mir das? Da kannst du die Musik leiser machen, weil die ist ein bisschen laut. Jetzt hat er komplett gestummt. Bäder oben, da bei diesem, du siehst doch dieses Lautsprecherzeichen oben. Was? Lautsprecherzeichen, genau, und da kannst du jetzt Volume runterstellen. Jetzt musst du rechts oben auf Speichern drücken. Was ist denn das? Drück mal auf das Plus. Connect. Connect, wo steht Connect? Da drüber über dem Plus. Genau. Jetzt ja, und jetzt drück Escape, die Escape-Taste. Und jetzt auf Play. Jetzt hört's auf, mein Ding zu steuern! Ich mag keiner was. Du Verrückter, du! Jetzt Casual! Jetzt hör auf! Mach keine Wut! Klose, CLOSE! Und jetzt Kickboxing, links oben. Genau, und jetzt da siehst du da unten zwei Max-Players, wo das steht. Bäder, bei zwei Max-Players siehst du das? Wo denn? Rechts unten. Da. Rechts unten steht gar nichts. Doch, da steht zwei Max-Players. Zwei Max-Players? Was rechts, steht denn doch. Unten? Rechts, rechts. Nicht links, rechts. Rechts. Unten. Da, genau. Ja. Jetzt drückst du die Löschen-Taste und schreibst 4. Oder 9. Weil wir sind zu viert. Wir sind zu viert. Wir sind 4 Bauernburschen. Genau. Und jetzt schreibst du Region. Siehst du da Region? Region, unten, ja. Unter dem 4. Drück mal da drauf. Und jetzt... Was ist das jetzt wieder für ein Scheiß? Schieb mal das Fenster, das da wo Latest News steht, schieb das mal weg. Hä? Nein, Sekunde. Da, Uhr, und jetzt nimmst du da als Region EU, genau. Und jetzt machst du Hostarum. 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 Das passt. Wo steht das? Da links. Das steht, ja, genau. Und jetzt warten. Ja. Wer steuert mein Ding? Hey, ich werd wahnsinnig. Wer steuert meine. Ich werd wahnsinnig. Wer macht. Oh,
Hansi, ich bin schon gesehen. Warte mal, ich bin gerade falsch wo drin. Wieso steht das da? Was? Na. Ihr kämpft jetzt, das ist der Josef gegen dich. Was? Was? Wer? Oh, der stiebelt dich nieder. Ihr sollt mir an. Man versteht nichts, es ist so laut. Du bist ziemlich hergestiefelt, Bäder. Hansi, wir kommen nochmal blocken. Ich weiß nicht. Wie steuert man nochmal? Was soll dieser Schmarrn? Sag ihm mal, wie man steuert. Mit Pfeiltasten. Was soll mit dem Pfeiltasten kannst du ihn schlagen. Oh. Oh, jetzt hat er gewonnen. Hallo? Bäder? Servus? Mit dem Pfeiltasten, Bäder. Bäder, ist der noch da? Ja. Der Stream leckt so übel, gell? Man sieht immer nur so ein paar Bilder, aber da haust du immer gescheit auf, ey. Hallo. Hallo. Bäder. Du magst jetzt dein Computer nicht. Weiß es nicht. Es ist lustig anzusehen. Nom. Sieh mich mal dem Urlaub. Okay. Hat er dich eigentlich schon mal geschlagen? Hä? Ob er dich schon mal geschlagen hat? Na. Na, vielleicht funktioniert das nicht. Man hört ihn nicht, weil er das Spiel so laut hat.
Später? 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 Jetzt ist er nicht mehr da. Er macht Einstellungen. Exited, ja. Wer da nur da? Wer da? Hallo. Servus. Ist er nicht mehr da? Hä? Oh. Ist so dumm. Junge, die Musik von diesem Spiel ist einfach abartig. Die ist gut. Ja. Sie entspannt euch. Du hast einen Außengriffer und einen Stiefel. Ja. Aber crazy. Ja. Bin ich Fan von. Gewesen bin's noch immer, ja. Ist der jetzt einfach weggegangen, oder was? Schade. Okay. Spulen wir mal 1 gegen 1, oder Josef? Mach auf, du Sau! Ja, soll ich Raum machen? Ja, mach du. Auf ist! Schnell! Ja, Menu. Play. Casual. Ja. Requizroom. Ja. Bist du? Ja. Boah. Boah. Richter Tumme. Fressler, Fressler. Wie läuft man nochmal? Wie geht es? WASC. Jetzt geht es wieder so weiter. Ich weiß. Servus. Servus. Wir boxen gerade. Ich hab 5 Kiff. Bitte? Kannst du uns diesmal zwingen? Hör auf, bitte. Oho, recht drüber. Haben wir gelacht. Haben wir gelacht. Wir machen gerade das Boxspiel gegeneinander.
Ja, macht's das mal. Ich hab da eh keinen Bock, das zum Spulen. Also, nee. Spulziert das einmal bitte. Aber wir wollen ja mit dir Bitte! Ah! Wer ist denn da noch dabei? Wer ist denn da noch dabei? Nur ich und der Josef. Und wer ist der vierte? Der Beihecht? Meinst ja, du hast doch gesagt, mit der Toni. Ja, aber du bist. Wir haben ein neues Spiel gestartet, wo nur zwei Personen da sind. Kann ich die Stui fehlen, bitte? Ja, also dann, auf geht's. Hat sich die Finden. Wir hauen da. Leave Room. Ja! Jetzt hab ich da. Jetzt hab ich da. Alpha! Wie steuert man das eigentlich? Also, man kann mit W, S, A und D laufen und mit den Pfeiltasten kann man schlagen und Steven eintreten. Wo ist meine Maus, bitte? Wo ist meine Maustaste? Deine Maustaste? Wo ist meine Maus? Was habt's mit der gemacht? Drück mal Steuerung, Alt und Tab gleichzeitig und dann vielleicht. Hallo? Wo ist die? Deine Maus! Wieder Was? Deine Maus haben wir nicht. Steuerung, Tab und Alt habe ich gedrückt, ja, okay. Aber das passiert was. Was ist jetzt das schon wieder für ein Schmarrn? Schau, jetzt hast du es drückt. Ja, jetzt ist sie aber weg. Okay. Wo ist sie? Hä? Jedes Mal, wenn ich wiederkomme, ah, da ist sie. Schau, wir machen gar nichts. So, was soll ich jetzt tun? Jetzt Play. Auf Play. Play. Aber er macht wieder einen Server auf, würde ich sagen, gell? Ja, aber andere zu. Map. Andere Map. Na, Josef. Oh, jetzt im Restaurant oder so. Aber die muss er runterladen, das passt nicht. Mach Casual. Casual. Und jetzt schau mal bei den Maps. Overlawn. Bei den Maps, da musst du mal runterscrollen. Bei den Maps. Maps, nicht Hoster. Maps, da musst du runter. Na, bei Maps. Jetzt hört's auf, das Ding zu bedienen. Da, genau, da. Das mach ich selber. Hört's auf, jetzt das zu bedienen. Hört's auf jetzt. Fight Club sieht gut aus. Was sieht gut aus? Fight Club. Oder wo man beim Saufen rum. Hoho. Kneipe. Pub. Oder Basketball, ja, das. Ah, weil der Aufe. Aufe. Der Fight Club. Pardon. Der Fight Club. Ah, der Pub, der Pub. Pub, der Pub, der Pub, da war's grad. Oh. So, weiter. Weiter oben. Oder Fight Club. Ja, der ist da, der ist da, ja, der Pup, Pup. Der Pup, da, der Pup. Da musst du draufdrücken. Draufdrücken. Host. Gut. Und jetzt Post. Auf Host. Nein. Bei Max Pliers, siehst du Max Pliers rechts? Da, wo du vorhin 4 eingegeben hast. Bei Max Pliers. Ja. Bei Max Pliers. Genau, und jetzt 3. Genau. Hab ich. Und jetzt Hostarom. Und jetzt? Hostarom. Hostarom. Jetzt sind wir gleich alle drin. Bist du schon drin? Ja, ich bin da. Jetzt kannst du spielen. Hey, der auch drin? Ja, der muss die Map downloaden, irgendwie von Spur aus. Das passt jetzt gar nicht. Ah, was mache ich? Warte. Okay. Warum soll ich jetzt irgendeine Map laden? Weil du der Pet bist. Was, warum läuft der so komisch gerade? Hat schon geladen. Das läuft weiter.
Oh, jetzt ist er da. Da, jetzt ist er da. Da bist du. WSAD und mit dem Pfeiltasten. Was? Wie kann ich das steuern? Mit dem Pfeiltasten und mit WSAD. Pfeiltasten. Da kannst du schlagen. Ja, rechts sind die so. So, ja, genau. Jetzt haust du, oder? Nein, lieg am Boden. No mess. Scheiße. Ist das schon wieder? Hä? Mit dem Pfeiltasten, gell, kannst du schlagen. Ah. Mit was tritt man? Mit Pfeiltaste nach unten. Genau. Magst du das ein? Echt mal? Ich mach in echt gar nichts. In echt stiefelt ihr mich, oder? Oh. Irgendwie kann ich nicht aufstehen. Schau mal, ich bin drin gepackt. Bitte, ich komm nicht mehr nach Hause. Jetzt. Oh, Scheiße. Ich kann nicht mal mehr. Oh, jetzt liege ich. Oh, ja, jetzt sag ich mich. Kann man wieder aufstehen. Jetzt liege ich schon wieder. Oh. Ah, aua! Oh, der hat die gestiebelt! Der hat die weggestiebelt! Der hat die weggestiebelt! Ja, leckst du mir mal vor, das ist ein Kick! Hohoho! Du hast, wie kann man springen? Gar nicht, glaube ich. Ja, wie hast du das dann gemacht, den Kick? Man kann, der hat ja nicht so weggekickt, Vollgas! Es war ja ich. Jetzt sind alle auf mich. Alle auf dich. Oh, jetzt geh ich runter. Na. Oh. Herr Josef ist brutal. Oh. Josef ist mehr als brutal, ey. Oh. Ich kann kaum stehen. Ja, weil wir absuffer sind. Das sind die Drunken Wrestler. Schau, du hast keinen Arm mehr, Bäder. Oder? Ja, ihr haut's mich weg, du bist ja wahnsinnig. Der Double-Kill. Boah. Wenn ihr das übernächste Woche also macht, dann. Das ist aus. Aber ich kann ja auch nicht mehr. Nur da? Ja. Josef? Nur da? Ja. Wir sind nur da. Warum antwortet ihr dann nicht, wenn ich was sag? Hey, vielleicht hast du es nicht gehört. Boah. Ich hab gesagt, wenn es hier übernächste Woche, also, jawohl, jetzt hab ich ihn weggekickt. Wenn es hier übernächste Woche, also, in meine Ohren haut, dann hab ich keine mehr. Das stimmt. Was ist das schon wieder? So, wie gehe ich da weiter? Wie kann ich da. Hey, ihr seid so blöd. Wie steuert ihr einen Raum bitte? Ja, mit WSAD. Was? WSA und D. WFA und D. Was ist bei WFA und D? WSA und D, da kann man rumlaufen. Ach so, woher soll ich das wissen? Das habe ich eigentlich gesagt. Jetzt liege ich schon wieder am Boden, ey. Spinnst du, ihr seid vielleicht brutal. Bitte! Oh. Ja, ich wurde gerade geköpft, Bäder. Das war, da war aus, aber ich lebe noch, komischerweise. Komischerweise, ja. Wie ein Kackerl. Kickerl. Oh. Jetzt bitte stiefel mich nicht.
Spitz. Ja, das bist der du, Hansi, du bist der Blaue, oder? Na, der Josef ist der Blaue. Der Josef ist der Blaue, der ist ja Wahnsinn, ey. Der steht mit uns ja alle. Ja. Er ist der Beste. Macht sie das übernächste Woche so? Ja. Wenn es möglich ist, ja. Wie meinst du das, wenn es möglich ist? Ja, man weiß nie, ob was dazwischen kommt, gell? Was meinst du jetzt damit schon wieder? Ja, man kann sich nie 100% sicher sein. Ja, was soll dazwischen kommen, bitte? Ja, der Josef, dass er irgendwie quasi nicht wieder arbeiten muss oder so, das kann ja immer sein. Na. Nicht. Ich kann ja gar nicht sein. Na. Okay, wenn du willst. Ranzi, bist du auch drin? Warte mal. Ist er schon wieder online? Ja. Da. Okay. Ist das jetzt andere Map oder wieder die gleiche? Na, wieder gleich. Ah, aber die ist nicht so gut, gell. Ah! Ja, jetzt habe ich dich mal niedergeprügelt, ey. Hoho. Hey. Boah, das war faul. Was ist noch? Hä? Bist du drin? Wer ist das? Das bin ich. Hansi. Das ist welcher? Der Lilane. Weißt du, der Josef, der geht wieder weg. Schau mal, ich hab einen roten Kopf. Warum hab ich einen roten Kopf? Weil du ja ganz hart getroffen wurdest. Der Josef ist wieder devot und steht sich irgendwo hin. Okay. WF? WS. WS. Boah, jetzt hast hey, ich mag das von der Draufsicht sehen und nicht von unten. Hallo, was soll der Schmann schon wieder? Da musst du hallo. Steuerung drücken. Wie kann ich gehen? WSAD. Das muss dann Josef. Ich kann nicht schlafen, Scheuer. Doch, dann musst du. Ich kann nicht schlafen. Doch, da muss. Dann drück nee, doch mal Steuerung. Drück Steuerung. Jetzt. Boah. So. Jetzt räum ich auf. Du hast schon wieder keine Hand mehr. Ja, beide, jawohl! Boah, ist. Ich habe jetzt gerade niedergeprügelt. Na, weg da! Nein! Kann man da rauslaufen? Was? Ja, den müssen wir niederhauen! Die blauen! Der passt nicht! Beide haben uns niedergeprügelt. Der Josef ist brutal. Der Josef ist mehr als brutal. Josef ist richtig brutal. Jetzt muss ein Hansi ja, jetzt gibt's von wie von. Oh, ich bleib jetzt mal flach. Jo, das war der Josef. Hansi, du hast dem Josef voll eine Neigung. Ja, da war er kurz K.O. gewesen. Da war er kurz K.O. der Typ. Ja, Mongo. Ah, jetzt kommt er wieder. Oh, na, das ist nicht gut. Na, das ist gar nicht gut. Du blockst. Wo seid ihr denn jetzt wieder? Ja, ja!
Da bist du Bäder, ich kämpf von hinten, BAM! Bäder sind easy Punkte, oh. Wie kann ich denn das steuern, dass ich was sieg? Steuerung. Da muss aber. Ja! Jetzt hol ich die an, wieder kaut. So schnell rauslaufen und dann Josef suchen. Wo ist der Josef? Wo ist der Josef? Der versteckt sich wieder, weil er devot passiv ist. Das bin ich. Der Josef versteckt sich immer. Da kommt er, oh Gott. Da ist er. Lass mich doch in Ruhe, ich warte nur auf den Josef. Okay. Hör auf, Hansi. Okay. Schrauben wieder um, ne? Emo! Hallo! Emo, nein! Jo, Hansi, jetzt kommt! Jetzt ist aus, ne? Innere Kreuz! Hallo, du hast doch schon gewonnen! Ich bin der Beste! Und ich bin der Schlechteste! Aua! Jetzt müssen wir aber auf einer anderen Map spielen, würde ich sagen, gell? Auf was? Auf einer anderen Map. Nee, warum? Weil da gibt's noch coole Maps, andere, gell? Ja. Okay. Bebe, dede, dede. Ich hab dir eine Frage. Bäder? Bäder? Was soll der tun? Ja, hier. Okay, ja was? Jetzt gibt's ein 1v1, okay. Hey, warum bist du der Neger, Handy? Na. Was ist das? Das ist irgendwer. Schwarzer. Den Bäder, schau mal gegen den Schwarzen. Schau mal gegen den Schwarzen. Hilf mir, jetzt. Ach, bist du Josef, oder was? Nein, der Schwarze ist wie anders. Oho. Ja, wer denn? Das war's, ja, man nicht. Irgendwer. Halt weg, Josef. Der stiebe dir aber her. Wie kann ich dir... Oh. Hansi, siehst du? Ja. Siehst du das auch? Ja. Ja, bist du drinnen? Na. So, jetzt liegt's beide. Boah. Es ist aus. Josef ist gut, der versteckt sich hinter mir. Das ist ja... Was bist du für einer, Josef? Versteckt sich hinter mir. Geil, geil. Oh Gott, jetzt bin ich hin. Wo bist denn du, Hansi? Der Depp, der ist reingegangen ins Spiel, jetzt kann ich nicht mehr rein. Der John Dausti. Ja, warum geht der Alter, da rein? Was? Escape und leave room. Escape und? Hallo, magst du auch mit Spinner? Und leave room. Servus. Leave room, oder? Ja. Leave room, oder? Ja. Hab ich gemacht. Ja. Ich hab euch noch... Hansi, ich hab dir noch eine Frage gestellt. Welche? Ist da jetzt noch ein Vierter dabei, oder was? Ja, jetzt vielleicht einer. Nee, will ich nicht. Okay, dann ja, nicht. Dann drück mal auf Play. Ja? Hast du es? Play? Ja. Warte, ich sehe das nicht. Ich will nicht, dass da mal jemand mitspielt. Okay, dann spielen wir nur zu dritt. Halli, halli, halli. Lef einmal. Jo, bitte. Was soll ich jetzt machen? Ja? Ja, hallo! So eine auf Josef Hansi? Und irgendwie O geschrieben. Samira. Und ja. Hansi! Da hat mich dann der Josef der Dings zusammengeschissen.
Der Toni. Das ich das bin. Warum? Aber ich weiß nicht, das warst du. War der jetzt, wieder, sonst rastet der wieder aus. Hä? Ja, keine Ahnung. Ja. Warum kennt der die? Ja, die ist von unserer Schule. Hä? Hä? Das was ich weiß, okay. Hab ich noch nie gesehen. Okay, ja. Luigner, Fucker, Betrüger. Der wollte angeln, aber war auf dem falschen Account. Scheiße. Hallo? Haben wir Neger auf der Schule? Ja, mehrere? Ja, Dominik. Na, nicht nur den, noch eine aus der 6. Und noch. Hä, klar. Die aus der 6. ist ehrenwert, wie scheiße. No joke, das ist jetzt ein bisschen geisteskrank, aber ist wirklich so. Hä, haben wir nicht da noch ein Mädchen? Ja, aber Flor gegen Veteran, willst du das Spiel mitspielen? Was ist, Mama? Okay. Also, willst du das Spiel mitspielen? Welches? Drunken Wrestler 2. Du legst wieder meine Hände in den Kühlschrank? Okay. Bitte? Hä? Was ist denn jetzt? Hallo? Drunken Wrestler 2. Ja? Nee, heute nicht, aber ich kann es mir mal runterladen. Okay. Ja, okay. Ja, dann tue ich ihn beide jetzt wieder entmuten, gell? Jetzt hört er wieder nur so als Info für alle Menschen. Servus! Nudor? Ja, was ist denn? Ja, du hast nichts mehr gesagt! Ja, ich warte die ganze Zeit. Ich habe die ganze Zeit gefragt, was soll ich tun? Ach so, ja, geh mal auf Play. Was soll jetzt der schon wieder? Lass bitte mein... Hey! Ich kann nicht auf Play gehen, wenn meine Maus weg ist! Was? Was soll das? Anfrage Ihres Internetproviders. Wo ist meine Maus? Jetzt ist wieder da, oder? Ja. Play! Casual! Hast? Und jetzt sagt, geh mal, da drück mal links unten auf Don't Show Again erstmal. Genau, und jetzt beim Maps. Das Leben. Wer ist denn jetzt schon wieder da? Das ist der Florgang-Veteran. Jetzt bei Maps. Bei Maps runterscrollen. Siehst du das? Wieso Max Player ist jetzt schon wieder da? Nein, das kannst gleich. Ja, da 3 da, bitte. Und jetzt bei Maps. Runterscrollen. Und da auf den Fight Club. Ja, der ist weiter oben, der Fight Club. Weiter oben. Du musst es langsam und mit Gefühl machen. Da, der Fight Club, genau. Hast? Gut. Und jetzt, nicht join, sondern geh nochmal auf Max Players und drück da bitte 3. Kutzi, fix jetzt! 3. Was ist jetzt los? Jetzt auf der Rumpfendrucker! Ich werde ungemütlich! 3? Ich kann nicht! Nee. Mischt sich dauernd jemand ein! Okay. 3. Weg. Na. Schon wieder. Gutzi, fix jetzt. Was ist denn jetzt los? Warte mal. Ja, dann mach. Josef, magst du einen Account nur Raum aufmachen oder soll ich einen machen? Du musst ja bloß Osterum. Soll ich. Geht das? Hat er gemacht? Ja. Okay, passt. Wie heißt der Raum? Badass, oder? Badass Raum. Den sehe ich leider nicht. Da, doch, da. Gut. 2! Jetzt sind 3. Ja. Er rastet so aus, Alter. Ja. Was ist jetzt bitte mit ihm, dem Kleinen, da?
Wieso ist der jetzt da? Bäder, bist du da schon? Ja, da ist er. Das ist noch einer, was? Da bist du, Bäder, jetzt starten! Na los, Bäder, das schaffst du. Hey! Gott sei Dank laggt das Stream auch gar nicht. Na. Bäder? Motor? Nee, da war kein Bock mehr. Bäder, bist du noch da? Ich bin schon noch da, ja. Ja, haust du mal gescheit zu? Nee, wo ist denn der Josef? Der Josef ist doch oh. Blau. Da, schau jetzt. Wo bist du? Ich bin da auch. Ich bin der Lilane. Wo ist der Josef? Der Josef oh, ist der Blaue. Nee. Blaui. Der sagt doch nichts. Doch, hallo? Der sagt was. Ja, genau. Ja, ha, 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 ha. Was ist jetzt die Liste wieder? Wahnsinn. Steuerung musst du drücken. STRG. Boah. Stevie. Oh Mann, Alter. Jetzt habe ich die ordentlich geschlagen. Warte. Baul. Josef, du bist der Nächste. Na, du. Du bist so dumm. Jetzt hau dann! Wie komm ich da runter? Du kannst laufen mit WSAD noch immer. Weil, ja, ja, balanced. Alles klar. Oh! Jetzt ist aus, jetzt ist aus. Da blockt er wieder. Den ganzen Tag kann er nur blocken. Ganzen Tag nur blocken. Jetzt ist aus! Ja! Ohohoho. Josef, was machst du denn? Und dann die ganze... Was? Vor! Hm? Jetzt kommt er wieder. Boah, das war ein Sack, ey! Boah. Yo. Stream laggt so hart. Ist nicht mehr normal. Ey, Beda. Kauf dir mal besseres Internet. Ich glaube, das ist der PC, nicht das Internet. Boah, ja, da ordentlich aus, ja. Der Hanse hackt. Bin ich ehrlich. Wer kennt sie nicht, die Hacks für Drunken... Fight Bar Simulator. Yes. Bobeda, du hast noch eine Hand. Bobeda ist einfach weg. Boah.
der hat einfach keinen Bock mehr. Boah, der Bestman! Ich bin doch da. Kurz einmal fort, ne? Ich muss scheiß. Ja. Oh, bin's gleich. Boah. Oh. Hansi, kannst du mal schnell so schalten, dass wir zwar mal kurz an Ruhe sind? Ja. Nein, ich muss mit reden. Hä, sag einfach jetzt nichts, okay? Die ganze Zeit. Du kannst da sein, aber nichts sagen. Okay, ich entmute ihn wieder. Oder entdef. Ja? Okay. Was? Mir zu. Ja, der Josef ist immer da. Mir zu Aloha. Ja, mir sind Aloha. Aloha ist hier. Der ist nicht da. Geht es? Der ist nicht mehr da. Der ist nicht da. Der ist grad kacken, Alter. Ich versteh nix. Bäder, drück mal Escape. Escape. Ansehen. Ja. Ja. Escape. Escape, weiter. Ja, hast du Escape gedrückt? Ich drück die ganze Zeit Escape. Du musst das Spiel verlassen. Escape. Und jetzt Leave Room. Ja? Hast? Ja? Okay, jetzt sollst du nicht mehr so lecken. Ja, was ist los? Ja, sind wir zwar jetzt alleine. Ja. Ohne dass jemand zuhört. Ja. Gut, dann habe ich dir ja vorher eine Frage gestellt gehabt. Und du wolltest mir die beantworten heute. Jetzt hast du die Chance kurz. Welche? Ja, welche Frage ich dir gestellt habe. Wie du dir das vorstellst. Was? Das Treffen. Aber was soll ich dazu sagen? Halt mit Steven. Ja, ja, aber wie stellst du dir das vor, das Treffen? Also von der... Was meinst du? Jetzt hört er ja doch zu der Chlor. Der soll nicht zuhören. Ich höre ihn doch im Hintergrund. Was hat er denn bitte gesagt? Der ist nicht da. Na, also dann erzähl. Ja. Ich hab dir gefragt, wie du den Ablauf dir vorstellst. Ah ja, Josef ist wieder da. Ja, also den Ablauf. Ja, jetzt ist der Josef wieder da. Ja, geht doch, passt. Oder? Oh. Ja, er hat gerade gefragt wegen am Ablauf in 2 Wochen beim Treffen. Oh, hast du Ideen? Josef? Ja. Ja, was sind denn deine Ideen? Na, möchte ich ein Treffer, oder wie? Ja. Ich hab gemeint, bloß der Peter und ich allein. Na, mir zu dritt vielleicht, oder? Das müsst ihr ausmachen unter euch. Ich mach das gar nicht. Also wenn der vielleicht Josef wieder am Schulberg wird. Wenn der Josef sagt nur mir zwei, dann nur mir zwei. Aber erst einmal muss ja der Toni da gewesen sein und der oder? Aber das kann der ja. Übernächste Woche auch machen. Und dann, aber das kannst du auch übernehmen statt um Toni, oder? Zum Beispiel. Oder da oder den. Das weiß ich nicht. Warum du nicht, Josef? Das darf man nicht. Warum so sollst du nicht dürfen? Wird der Toni krank. Ach so, ein Schmarrn. Das ist halt, der ist, wie ich schon gesagt, der ist bester Freund vom Kassenwart. Vom Kevin. Danke, Kevin. Ist der Toni Bauer halt da? Boah, ich glaub nicht, nein. Nein, der ist nicht da.
Na, der ist nicht da, leider. Also, ja. Nächste Woche weiß ich nicht, aber übernächste vielleicht oder so. Aber dann davor vorm Treffen heute. Was denn? Ja, da werde ich das machen. Nächste Woche was ich will. Ja. Hast ja du so umere. Was? Zweifel so Zeit? Nein. Warum man das nicht? Ja, nächste Woche schon noch. Nächste Woche schon noch. Aber dann nicht mehr am 15. Dann habe ich nur Abendszeit. Wenn es der Chef sagt, Chef, am Freitag nehme ich mir mal frei. Nee, da geht nichts. Ich habe jetzt 3 Monate frei gehabt. Oh. Hey, Ranschel. Ja, du musst mich Hans. Okay. Aber der. Hast du ihn gerade entfernt, oder? Ja. Er selber. Das ist jetzt. Mann. Aber das ist halt kritisch mit dem jungen Junge. Er darf das halt nicht. Weil nicht das. Ja, der Better Check so oder so nicht, glaube ich. Keine Ahnung. Ich entmute wieder. Hä? Oh. Ja? Ja, was ist? Spulen wir jetzt weiter? Magst du mal spulen? Mir egal, was sagst du, Josef? Oder magst du lieber LS spulen? Na, LS mag ich jetzt nicht mehr spulen. Oh. Warum? Na, jetzt nicht mehr. Vorher wollte ich spulen. Jetzt mag ich nicht mehr. Oder Trotz? Nein, das hat nichts mit Trotz zu tun. Hat nichts mit Trotz zu tun. Wollt ihr unbedingt LS spielen? Ja. Jetzt plötzlich. Ja. Sag mir so, warum nicht? Oder? Okay. Aber dann ohne, dass ich da über den Haufen fahren werde oder sonst irgendwas. Ich mehr hätte mal gern was aufbauen. Ich mehr hätte mal einen Landkaffer, ich mehr hätte mal einen Bauernhof draufbauen mit Steu, mit Land dazu. Ja. Also, dass ich Grünland habe, dass ich die Viecher versorgen kann. Ja. So möchte ich das jetzt erst einmal gern anfangen. Oder wollen und nicht gleich Mais bauen und sonstigen was. Wollen wir zusammen einen Hof machen? Das können wir machen, ja. Okay. Ja, Josef, wie schaut's aus? Ist das eine gute Idee? Josef? Mhm. Schon, okay. Und Bella, da musst du noch kurz was runterladen. Wieso muss ich denn jetzt schon wieder runterladen? Das ist auch, du musst da vom LS direkt die Jahreszeiten runterladen. Warum denn? Und Karten, aber vom LS servieren sich. Und warum muss ich das machen? Weil das eine bayerische Karten ist. Das haben wir in Bayern. Ja. Und wir haben da kann man besser Kühe halten. Mhm. Und man kann auch rückwärts fahren auf Knopfdruck. Ja, das ist eine gute Sache. Na, das machen wir nicht. Doch, das machen wir so. Was denn? Also, da gehst du jetzt einmal da raus. Nein, du sollst mir nicht sagen, was ich mache. Du sollst mir nur erklären, was die Sache ist. Also, das ist vom LS direkt, nicht von irgendwelchen Moder, sondern vom LS, von der Firma, die wo das macht. Da laden wir eine Map runter, die wo in Bayern spielt. Dann noch mit dazu die Season. Dann noch ein Laffer groß. Und dann noch vorwärts und rückwärts fahren. Mhm.
Okay. Ja. Vorwärts und rückwärts fahren haben wir ja vorher auch schon gemacht. Ah, aber das ist speziell. Wie siehst du das, Hansi? Ja. Ja, das ist nicht schlecht, aber ja. Ja, ja, braucht man eigentlich schon. Ja. Aber du hast irgendeinen Haken, siehst du, oder? Ja, das Einzige, wo ich echt scheiße finde. Ganz ehrlich, ist das, wo man das auf den Knopfdruck rückwärts fahren muss. Kann. Weil da muss man immer auf die Leertaste hämmern, aber das passt schon. Ja. Na, sonst kann ich nicht spielen. Ja, der spielt mit Lenkradl. Und da muss er ja. Schalten und Gangschalten und Gaskupplung. Ja, aber dann hat er einen Vorteil, wenn er Lenkrad hat. Dann hat der Josef einen Vorteil, wenn er Lenkrad hat. Na, aber wir sind alle am gleichen Hof. Gegeneinander. Ey, ich muss schnell Discord neu starten, das leckt gerade, ja. Was ich jetzt so mache. Fucking Discord, it's so shit, man. Can you fucking fix the... Bullshit App, man, it's so trash. Oh, jetzt bin ich wieder da. Servus. Servus, Sepp. Da jetzt muss man die Anfrage ihres Internetproviders, die muss man beantworten. Warum denn? Und kannst das Internet aufstellen. Was? Ja, wenn die dich fragen, ob der Internet noch geht, dann musst du ja oder nein klicken. Oh, jetzt auf das E unten. Das kannst du schon einmal. Auf das E unten. Und dann? Ja. Auf das E. Ja, auf das E kann ich nicht gehen. Doch. Das ist mein Browser. Ja, da muss drauf gehen. Ja, weil da habe ich alles drauf. Ja. Da habe ich alles drauf. Und das bleibt da drauf. Ja, das bleibt da drauf. Ja, was dann? Ah, ich mach einen neuen Tab offen. Ja. Dann gibt's drei. www.landwirtschaftssimulator.de. Back to the less entertaining part of the program. 2008? Ja. Hey, wer tut jetzt da schon wieder umeinander? Boah, Freenet, YouTube, Instagram. Boah, Leute. Was hast du jetzt gemacht? Es hat wieder einer für mich was gemacht, das will ich nicht. Autismus? Es hat doch nichts mit Autismus zu tun. Cool. Weißt du, was das ist? Da wird man aggressiv und... Nee, weißt du, was das ist? Ja, das hast du. Nein, das oder Clown nicht gefrühstückt, der spricht Fakten, der Mo. Was? Bäder, fährst du auch Autisten? Ich habe einen drin, ja. Was macht der so? Nächste Woche wieder fahren. Kannst du auch, wenn du schnaufst. www.wirtschaftssimulator. .de 2019 nix oder sowas? Ja, die ist da, ja. Jetzt schon wieder? Wo? Na, Land. Nicht Wirtschaftssimulator, Land. Nicht Wirtschaft. Und das spielt bloß die Frau Schaff. Ja, und die Frau Dings, die Depperte, die Unzel. Die Frau Hess. Frau Hess, ja. Und die gute Frau Moers. Moers. Die ist gute Frau. Oh. Ja. Dann ein Landwirtschaftssimulator. Ja? Ja. Aufklicken. Bitte. Domain kaufen, ich kauf gar nichts. Nein, das ist nichts, nein, da wird nichts gekauft. Dauerhumus ist entscheidend. Da muss man nichts kaufen.
Da, Simulator 19, Medion. Ja. Na, weiter runter. Das ist doch Medion Online schon. Weiter runter. Kenne ich irgendwoher so Seiten? Ja, was denn? Hallo, was? Ja, das untere, ja. Ja, welches untere? Ja, welches untere? Zur Website. Zu welcher? Zur mittleren. Farming Simulator 19. Denk. Das ist doch schon. Na. Das ist doch schon. Da wollen wir nicht hin. Na, Josef. Mach doch. Ein neuer Ding aufmachen. Ein neuer Tab. Jawohl. Ja, geil. Ja. Was bist du denn schon geil heute? Na, Jungs, jetzt sind wir ein bisschen auf. Und kennst du mal normal sein? Aber ist der Josef dann heute schon geil? Ja. Okay. Ich kauf nix! Du willst nix kaufen! Nix, ich kauf nix. Da muss man kaufen. Na. Doch. Was soll jetzt der Schmarrn? Oh man, this looks fantastic, man. What the f- It's a strategic game, yes. Get this, I think we get this. Oh my shit, fuck nicht. Oh shit, man. Hey, woher kannst du so gut Englisch? Bauer! Das. Dann kann man es normalerweise gerade nicht. Wer sagt das? Hört's jetzt auf, da rumzuspulen. Sega! Jetzt hört's auf der Hut. Oh shit, man, dies. Oh. Das ist 2013. Na. Hör auf jetzt da und rum zum Drucker. Ich kaufe nichts, diese Domain kaufen. Ich kaufe also nichts. Domain kaufen, das war eine Idee, Moike. Hört mit dem Schmarrn auf. Das machen wir nicht. Lasst euch was anderes einfallen. Wir laden da gar nichts runter. Josef Adner. Josef Adner. Josef Adner. Wie heißt die Mutter von Licky Lauda? Mama Lauda. Mama Lauda. Josef, hör auf! Wie heißt die Mutter von. Wie wird der so aufhören? Mach doch gar nichts. Was soll jetzt das schon wieder? Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda! Ich die Eingabe zu verweigern. Alles, was sie jetzt hier eingeben, kann in einer späteren Windows-Sitzung gegen sie verwendet werden. Ja oder? Ach, jetzt mal mit dem eurem Schmarrn auf, ey. Das ist ja Wahnsinn, ehrlich, ey. Das war Mord, war da gerade unten gestanden. Ich hab jetzt keine Lust mehr, ehrlich. Nah. Hey, jetzt hörst du auf, du verrückst, da ist keiner mehr auch nichts dafür. Da gehst jetzt auf Mozilla Firefox. Ich kaufe nichts. Nah. Du musst dann nichts kaufen, du Depp. Es stand dort ein Domain kaufen. Dann war das das Falsche. Jed Menschen, ihren ist menschlich. Elefanten. Die wollen halt Fußball gegen Mais. Jetzt, na, da unten. Da, ja. Ja, was? Da gibt's den Landwirtschaftssimulator. Land? Ja,
Simulator Error 90. Hey, jetzt hört's auf da rum zum Tor! Was ist denn los? Offizielle Website. Da offizielle Webseite! Da war doch gerade offizielle Webseite. Ich schreib den! Das ist so Autismus, das ist unglaublich. Jetzt auf mit deinem Smart. Auf, ey. Josef, es reicht jetzt. Ich bin das nicht. Na, jetzt reicht es. Na, na! Doch, jetzt reicht es endgültig. Na, doch. Na, doch. Na! Los jetzt. Na. Jetzt ruf mal Polizei an. Jetzt langt's. Jetzt mag ich nochmal. Jetzt auf mit dem Schmarrn! Wieso ist es immer noch drauf, dass ihr meinen Computer benutzen könnt? Wieso ist es immer noch drauf? Ich mach gar nichts. Und wehe, du nimmst es auf Video auf. Wehe, du nimmst es auf Video auf. Wehe! Ich hör's nämlich im Hintergrund. Was denn? Ich höre das im Hintergrund, dass das aufgenommen wird. Was denn? Tom? Hä? Das halt nach. Ich höre das. Wo halt's nach, bitte? Jetzt hört's bitte schon mit eurem Schmarrn auf, ey. Ich heute einfach so Landwirtschaft. Ich mach das und sonst keiner! Dein Mörder. Dumm. Aktiv. So aktiv ist er heute. Heute ist er dumm aktiv. Ich hoffe mal wieder, ich hoffe mal, ehrlich. Simulator. Berufs. Nein, jetzt ist Schluss. Ich hoffe nicht mehr. Hä? Ah. Bäder, nur da. Jetzt ist er aus. Jetzt ist er aus. Jetzt ist er aus. Ah. Morgen immer. Sepp, hast du eigentlich Epic Games Launcher oder nicht? Na, okay. Nicht. Ja. Das Squad war mal wieder richtig geil. Voll warum? GTA? Lego Batman? Kims Lego Batman? Kims Lego Batman? Kims Lego Batman? GTA mit dem Kims Lego Batman? Kims Lego Batman? Der Ani ist doch nicht da. Der Ani ist so da. Was, der ist da? Der hat die bloß wieder offline gezählt. Ach so, ja. Wo ist er denn da, bitte? So ist nur da. Wo ist er denn bitte? Wo ist er bitte? Wo ist er bitte? In GTA ist er online. Woher weißt du das? Ja, genau. Ja, weil ich ein Hacker bin. Ah ja, ah ja. Ah, okay. Ja, jetzt ist aus. Du Egner bist du jetzt, Satke. Alles auf Kamera. Wie ist es aus? Geh mal hinauf. Wo ist er denn? Jetzt ist er weg. Wo gehen wir hin? Ja. Hä? Spielen wir mit den anderen Leuten. Wo sind die denn? Die sind doch nicht online. Ich glaube, der Arnold ist online, weil er hat später gesagt, ja, danach spielen wir GTA. Geil, Hecht, jawohl, ja. Aber er hat gesagt, er ist nicht online und er ist auf keinem Server und er ist hier auch nicht drauf. Hä? Er ist doch Was? Hier nicht drauf, auf dem das Server. Das müssen wir überprüfen. Auf dem Furry glaube ich auch nicht, nee. Das heißt, ja, wenn dann ist er auf einem externen Server. Nein, niemand ist auf irgendeinem Server. Shitturu ist da. Aber der ist nicht auf einem Server in einem Channel. Verstehe ich. Na. Gell? Na, auch. Habe ich schnell gerechnet, Mathematik.
Kannst du mal einen Arne fragen, ob er mit Spur irgendwas spuren will? Kannst du ja fragen? Wir? Ja, per WhatsApp. Fette Sau. Wenn er nein sagt, sagt er nein. Wenn er ja sagt, sagt er ja. Hab ich ganz stau gesagt. Gell? Da staunst du. Nein, morgen wieder geht ich aus, bin los, mit 30 Mil. Da hört er sich selber nochmal die Sprachnachricht an, wenn das überhaupt, okay. Ja, ich mag das Hirn. Ja. Die Josef-Stimme, okay. Nein, jetzt bitte nicht nochmal auf. Ja, ja, ja. Ja. Da hat er okay. Ja. Okay. Sarah ist live. Schau es dir jetzt an. Da sehe ich mich doch. Die Übertragung wurde beendet. Geil. Wo? Auf Josef Adner. Das regt mich immer so auf. Man schaut so ganz normal. Ja. Und dann hat Benny Ewald hat ein Live-Video. Benji Ewald, ja. Wundertoll, der Mann. Der Benjamin. Verdammtes Arschloch. Der Arnold. Der mag wieder nicht. Hier. Ruf mal. Warum andere rufen? Du bist so penetrant, das ist geisteskrank. Also. Schau. Aber kleine Kind ruft dem einmal an. Ja, aber vielleicht mag er das nicht, weil ich glaube, das mag er nicht. Ihm ist das auch nicht mehr. Ja! Cool! Okay. Okay. Das geht nicht. Okay. Es geht einfach nicht. Vielleicht spielt er ja gerade auch PlayStation. Kann ja auch sein. Nein. Ah, das weiß er. Das weiß er. Ist klar. Genau, der Hecht ist wieder da. Was? Ja, geht ja. Der Hecht? Ja. Wo ist er denn? Ich hab ihn. Boah, ich starte jetzt mal erstmal Just Cause 4, du Sau. Nein, GTA. Ich hab's noch nie gespielt, Junge. Der Stream muss das sehen. Auch wenn keiner zuschaut. Es muss jemand sehen. Der hatte vorhin 4 Likes, jetzt nur noch 3. Was ist los? Jetzt hat er wieder 4 Likes. Besser ist. Junge, wie live ist mein fucking Livestream? Alter, das ist schon geisteskrank. Der ist schon sehr live. Der ist live. 1, 2. Vier Sekunden Delay oder so. Geil. Boah, die Grafik ist aber schön. Müssen wir vielleicht mal hochstellen. Du. Da hängt es gerade ein. Eine? Aussehen? Steven. Boah, Junge, ist das laut. Der Hecht schreibt moin wieder. Okay. Es reicht. Schreibt der Peter. Ist die Auflösung jetzt höher? Oh ja. Geil. Former agency operative Rico Rico Rodriguez! Up to this point his whereabouts have been unknown since our withdrawal from Medici. Oh. Responsible for deposing half a dozen heads of state. Boah. The Black Hand have encountered him before in San Espirito. Black Hand, San Espirito. Where he assassinated our employer, President Salvador Mendoza. Salvador Mendoza. We fought him again in Medici. Medici. Sebastiano Di Ravello. Sebastiano Di Ravello. Though the agency had some involvement, and this is his handler, Tom Sheldon. Boah, this is amazing quality, man. His motivation for liberating Medici was personal. You have briefed me on this man before, Commander Morales. There is a grenin, Lolo. We're preparing a test. Can we cut Scheiß to grenin. Por favor. Of course, senor.
Why is this fucking shit so in? Intelligence suggests looks so disgustingly shit. Amazing. Miguel Rodriguez? Can it load? Huh. Fucking bullshit game. And he's here. Can it load? No. I don't care about the story. Show me gameplay. I don't care. Start. Oh, jetzt sind wir gleich da. Bitte. Zoom out and I want to be in it. Is this me? Oh, so schön. Ein schöner Mann. So, that's my father's super weapon. Projectia. Da denn. He was a kind man, my father. Oh, was fuck nicht. Scientist. It doesn't make sense he would build such a thing. My uncle was a good man too. And they both ended up dead. Lots of questions, hmm? Start. Get some answers. You can't do this alone. I have people who can help us. Mira, I've done this kind of thing before. This is different. I can handle some bad weather. It's more than bad weather, Rico. If you would just listen to me. Mira, a plan is a list of things that go wrong. I like to keep my list short. Just be ready. When I patch you into that console, you'll have to find Espinosa quickly. He answers my questions. We destroy Project Diapa. Plan. Hmm? Where? Buena sete! Oh, nein! Oscar Espinosa, better be ready to talk. Okay, jetzt. Third person. Oh. Comms check. What the fuck? What the fuck is this game? From a safe distance. Yeah. Oh my. The road is walled off. Can you get over it? Riemen sie eigentlich immer noch? Was? Riemen sie eigentlich immer noch? Immer, ja. Warum? Ja, die ist klar. Okay. Where to now? How shit is this game? Head towards them. That's a big tower. Oh man, I'm Espinosa promises it will change the world. No more tornadoes or hurricanes. And most of Solis believes him. Project Diapa won't be a problem after today, Mira. The fuck? If your plan works. It will work. Made it. Bueno. Follow that piping. You're gonna come face to face with the Black Hand. Hello? We've come face to face before. Heading up. Better. Hab. Ja. Warte, jetzt wird der Computer wieder angeschaltet. Geil. Der Mo. Aber oh, Discord geil, ist auch so krank. Dumm, weißt? Der macht, ja, naja, ja, doch. Ne. Oh. Er hat ihn ja nicht ausgemacht, den PC. Stimmt schon. Wenn man ausmacht und wieder einschaltet, ist man ein Discord drin. Echt? Ja, stimmt, ja. Ist ja der Autostart. Aber ich weiß nicht, ob er dann im Server noch mal wieder drin ist. Point blank mit der AR abschießen, auch. Okay. Ist ja auf jeden Fall der Bär. Das passt! Boah, Junge, aber. Das ist jetzt schon geil. Ja, ich bin's. Was? Was? Telefoniert? Ja, er telefoniert. What the fuck, das war jetzt schon wieder zu. Aber ich hab ihn gedeft, also. Ja. Ja, ich bin's. Servus, Bär. Kann der sich ducken? Hoffentlich. Bitte. Gleiche ID. Hä? Bitte. Hoffentlich hat er die gleiche ID. Ja, hoffentlich. Besser wäre das, ne? Die alte Schnittelkanöne. Schnittelkanöne, okay. Schnittel auf Kanöne. Too happy to have me poking around. Aber jetzt kann ich nicht wieder besuchen mit der Pizza. Was? Ja. Das kannst du nicht machen.
einen Bäder besuchen mit der Beta. Am Schultag. Das ist schon traurig, Junge. No sweat. Ah, Hubert, so ein Staller, schau da oben. So, was ist das? Das ist so eine lustige Krimiserie, also. Ah, ja. Für Autisten. Für ein Bäder. Für ein Bäder. Der hat keinen Autismus. Aber vielleicht hat der Bäder echt Autismus. Weshalb er auch gemobbt wurde davor, weil er einfach ein Volldepp ist. Boah, dann haben wir heute den ganzen Tag Zugriff. Geil. Der ist auch gut da. Er hat ihn auch mit der Physik geschaut. Echt? Ja. Warte, ich mach jetzt den Scheiß aus. Das ist sowieso langweilig. Geil. Der hat doch gar keine Kamera mehr an. Na, aber er ist. Was? Also, ich hab gerade auch gemacht. Die Kamera. Ist nicht mehr an. Ja, aber die hab ich gerade auch gemacht und jetzt ist sie wieder aus. Er hat das gesehen. Dann wieder. Ja. Hä, wie ist er denn jetzt am PC bitte? What the fuck? Das macht doch wieder gar keinen Sinn, Josef. Ja, er wartet da, bis irgendwer was tut. الشعب السوري بالساحات للمجد بيرفع رايات عم يهتف بثلاث كلمات الله وسوريا وبشار كنيسة وجامع متحدين والمحبي عنوان الدين وملايين السوريين وما بدهن إلا بشار Nein. So, mach die komischen Seiten so von der Liste. Okay. Wir müssen mal mitten am Tag schauen, ob er online ist. Ja. Weil der. Aber ich glaube, wenn man ausschalten einfällt, dann ist er an das Teamviewer zeigt. Ja, das kann sein. Mach das. Also eigentlich muss ich jetzt wieder den Abend scheißen, Abendschiss raushauen. Josef. Optionen. Josef. Ja. Darf ich dich schnell allein lassen? Ja. Ja, okay. Ja, so circa ein paar Minuten. Ich mute mich, weil man hört mich doppelt, glaube ich, wenn man das Headset wegmacht. Oder egal. Du kannst mich nicht muten. Egal. Hey, hol mal kurz was zum Servus. Bringer. Aber wie sonst das zu mir?
Sie haben uns gestern Vormittag gestreift. Warum ist die bei mir Streit? Der Streit. Aber auf den ganzen Müssen, weil er bei mir eine Zeitschrift bestellt und die war doch aber immer wegen, weil nicht. Sie uns wissen, was sie sagen. Ich habe jetzt eine Zeitschrift. Das darf eigentlich kosten. Soll ich zurückschicken müssen? Sind sie jetzt selbst veraffrontiert und was war zu machen? Was war denn das für eine Zeitschrift? Blott. Els. Mal rübsam, also in der Hotel. Sie bezeugen? Nein. Ich habe gesagt, ich muss jetzt uns nichts davon erzählt haben. Vielleicht hat Frau Stoppel ja recht. Frau Stoppel? Was sagt denn Frau Stoppel? Nein. Das war das von Dr. Eckstein und der Prinz. Konzentrieren uns ganz auf den Metallrabbit. Haben Sie überhaupt Jenny Bock? Ja. Dann werden wir jetzt zeigen. Wir haben irgendwie 5000 Euro im Hotel bekommen. Ich sage, ist der sehr sein. Das letzte Mal bis zum Abend um 18 Uhr. Also nach 4 Stunden vor seinem Tod. Die Tegus ist dann, oder das Fazitikus mit dem. Die drehen wir schon. Genau gesagt, wenn die Piste ist, dann muss man sich das aufstehen. Warum haben Sie denn dem Herrn Kommissar nicht gesagt, dass Sie im Hotel übernachten? Ich habe da keinen Anlass gesehen. Ich habe weder was Verdächtiges gesehen noch gehört. Da ist die erste Liste an der Doppelzimmer. Ja, Herr Wittel. Wie
Die Kollegen glauben, ich war in Begleitung. Was muss jetzt der Herr Abi mit der Firma ziehen? Ich will Ihnen gerade erklären. Das ist eine Erklärkette, die unter anderem auch nicht zu Prinz gehört. In deren Auftrag war Eigentümer haben an Herrn Rabi ihr eigenes Hotel überwiesen lassen, oder? Ja, im Angebot machen die dann die Routine-Check, ne? Aber sind Sie oder nicht? Das sind Sie offensichtlich nicht. Sind Sie? Wieder da. Ja, du. Der versucht gerade ganz sie bei seinem Microsoft-Account zu melden und ich schreibe irgendwelche Buchstaben ins Passwort dazwischen. Oh, Scheiße. Mann, warum kann ich nicht streamen, Mann? Mach mal Bitchy, mach Bitchy. Das geht nicht. Ich vergesse es immer, ja, Mann. Ja. Ach, Mann. Okay. Jetzt versucht er sein PIN mit Wort. Da schreibe ich immer hier ganz alle über den Kopf. Dem woher? Geisteskrank. Nein, nicht ausschütten. Immer Anlass nehmen, PC. Ist aus! Okay. Und so wird neu gestartet. Okay. Abbrechen. Ja, hoffentlich ist er erst wieder im Discord drin. What? Was macht er jetzt? Aus Neustart. Schon wieder Neustart. Ja, schön. Aber jetzt bitte. Neustart. Das ist, glaube ich, aus. Oh. Jetzt. Yum. Wir Passwort gleich. Hallo? Ja, hallo? Zuletzt hinzugefügt. Win-Fehler, ja. Geil. Win-Fehler ist toll. Also Win-Fehler ist wirklich irgendwie. Da hat Chip ja was Gutes gemacht. Win-Fehler ist geil. Was ist die? Also jetzt. Lavi auch. Letzter wird nichts mehr so. Oh. Ja, aber mal spulen, Josef. Ja, und was? Ja, was willst du denn spulen? Ja, schreib mal einen fetten Anibauer und frag ihn. Anibauer, magst du auch mit spulen? Okay. Ja. Hat er dir nicht geantwortet? Na? Hat er gelesen? Ja. Oh. Typisch Arnold. Da muss man
sagen, bitterböse vom Arnold. Aber auch verständlich. Ja. Warum? Weil du ihn anrufst und das nicht das erste Mal ist. Na, das war, er hat's nur davor vorm Schreiben. Ja, aber, ja. Oh. Okay, kein GTA. Okay, kein GTA. Ein scheiß Passwort. Hoffentlich ist das gleiche. Nein. Was ist? Passwort geht nicht. Na. Jetzt ist es aus. Warte, entmuten einmal und dann hat. Ah ja, Musik. Musik? Ja, warte. Mach mal. Mach irgendwie so Willkommensmusik an, als ob er in so einem Windows-Dings ist. Ja. Warten. Dann dürfen wir aber nichts sagen, gell? Ja, mach. जिससे जब आप कंप्यूटर अपना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो आपका नाम लेकर या फिर जो भी आप मैसेज टाइप करेंगे वो जो भी मैसेज आप इसमें फीड करेंगे उसके हिसाब से आपका वेलकम करेगा। जी हाँ दोस्तों, सुनने में ही काफी एक्साइटिंग लग रहा है, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस पूरे वीडियो। Auf Kinderärztin Tabia Rode wartet mit der 9-jährigen Sophia die nächste Patientin. Mutter Katrin hat auch bereits einen Verdacht, was mit ihrem Kind los ist und wer den Ausschlag und die Halsschmerzen des Mädchens zu verantworten hat. Dann erzähl mal, warum sitzt du überhaupt hier? Ich hab Hallo? Hans? Josef? Ja? Ja? Der ist doch nicht mehr da, oder? Doch. Echt? Achso, aber... Warte, ich mach den Piepton um. Okay, warten. Ich tue ihn wieder in Mute. Ah no, that's me.
Defo. Ho 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 ho. Wir merken es ja, wenn er wieder da ist. Ja. Boah, mein Rücken. Aua. Gute Besserung mir selber gegenüber. Genau. Bäder. Wir brauchen irgendwas, das wo... Nachbarn stöhnen im Stream ASMR Janina. Okay. Ja, GTA. GTA, ja, geil? Arnold, wo ist da? Flarefire, hallo? Nein, hä? Hä? Ja. Hä? Ist doch kein Flarefire da. Doch. Der ist online. Bezirk. Ja. Soll ja kommen. Ja. Mit Peter, hallo Peter. Okay, warte. Der ist ein Hurensohn. Und ignorant. Der Flarefire. Ja. Oh. Hallo? 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 Hallo, magst du kommen? Wohin? In den Server. Was? Dein Internet, was? In den Server. Ich bin schon in einem Server gerade mit allen hier. Aua. Ich spiele jetzt mit ihm. Was grad denn? Minecraft Dungeons. Aber ich kann eh kein LoL oder so jetzt mit dir spielen. GTA, bitte. Digga. Bitte? Okay. Hört mich nicht, weil Internet, okay. Geisteskrank. Ah. Nee, weil ich hab so einen WLAN-Verstärker und irgendwie macht das die WhatsApp-Anrufe scheiße. Ich weiß nicht warum. Okay. Ja, WhatsApp ist ja scheiße, die Anrufe. Ja? Ich will einfach einen Scheißdreck da. Ja, der ist doch noch da, der Bäder, sonst wäre er nicht noch immer im Server. Na, ist er nicht. Was, woher weißt du es? Oder auch doch. Noch jemand da? Jetzt müssen wir mal reden. Ich entdeffe 3, 2, 1. Ja. Oh. Hallo? Ja? Wo bist du jetzt wieder reingekommen? Ich darf von meinem Computer machen, was ich will. Das ist ein scheißiger Server, ja, aber sind wir jetzt wieder gut? Ich bin mehr als stinksauer. Warum? Die ganze Zeit. Wie gesagt, ich bin das nicht. Das habe ich da so gestern hoch und heilig geworden. Wer es ist, ist mir egal. Ich schwöre auf Bibel, das bin nicht ich. Wenn das nicht aufhört, wenn das nicht geändert wird, wenn nicht wieder alles so auf Anfang gestellt wird, wie es war, ja, werde ich ungemütlich. Aber es ist doch, was ist denn verändert? Es hat jemand Zugriff auf meinen PC. Es hat jemand eingegeben, dass ich PIN eingeben muss und dass ich mein eigenes Kennwort wurde geändert. Das hat irgendjemand geändert. Auf irgendwas. Ich weiß bei bloß was? Nicht auf was. Wo? Auf meinem Laptop. Da wird die ganze Zeit zugegriffen. Wenn das nicht geändert wird, wenn jetzt weiterhin, egal wer, auf meinen Laptop zugreift, dann werde ich den Laptop der Polizei übergeben und die sollen dann nachprüfen, wer das ist. Ja. Ja, besser wär's. Also mir sonst nicht. Irgendjemand ist es von euch. Ja, oder? Wer es ist, weiß ich nicht. Ich glaube, der Chassis ist es. Nein, der Chassis ist gar nicht da. Das stimmt. Und der Chassis hat mir ja gestern klipp und klar gesagt, dass er
dass er da, dass das, also ich habe mich bei ihm entschuldigt und damit war die Sache erledigt. Mhm. Ja, aber weißt du nicht, was machst du denn jetzt? Das also, wir machen, also ich kann das sagen, ich bin es nicht. Es muss jemand von euch beiden sein, weil nur wenn ich mit euch beiden herin bin, nur dann passiert dieses, dass mein PC bearbeitet, nicht bearbeitet wird, sondern dass meine Maustaste von selber, dass plötzlich was reingeschrieben wird, was ihr so wollt, und lauter solche Sachen. Wenn das Hansi, vielleicht ist es auch da ein Hansi, sein Freund. Wenn das nicht aufhört, dann wird es ungemütlich und dann wird es für alle Beteiligten ungemütlich. Für die auch? Für alle. Für alle. Für alle. Ungemütlich. Oh je. Also, würde ich ganz klar sagen, dass derjenige, oder wenn ihr wisst, wer es ist, oder ihr denjenigen kennt, so wie Chasi auch, ganz schnell dafür was tut. Na, du sollst jetzt nicht singen, du sollst zuhören. Oh, okay. Halt bist du aber dumm, hey. Sonst bin ich ganz schnell dumm. Draußen. Bist du dumm? Nein, ich bin nicht dumm, aber ich bin ganz schnell wieder draußen. Dumm. Aber du sollst uns immer die Switch zu. Da das heißt immer Windows-Fehler. Hallo? 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 Das ist der Tuki-Bauer. Der kommt aus dem Osmanenland. Ja. Raus damit. Na. Raus. Raus aus deinem Land. Gut, dann geh ich. Na, bitte. Nein. Doch. Okay, ich geh schon. Ich geh schon. Tschüss. Na. Der Tuki. Aber noch eine Frage, bevor ich geh. Ja, du kannst mehrere Fragen stellen. Wenn du dich vorstellst, ist das kein Problem. Achso, hallo. Ja, ich bin Ahmed Ali. Und hör mit deinem Schmarrn auf. Na, sag einfach, der heißt Ahmed. Ich bin wirklich Ahmed Ali. Ahmed Ali, ja. Okay. Ja. Ist unser Türkenverein. Und ich wohnte damals in Deutschland und jetzt wohne ich in der Türkei. Wir sind auf der Türkei zugeschaltet. Ja. Wahnsinn. Ich bin mit dem Josef ein bisschen befreundet. Nicht gut, aber ein bisschen. Bist du in seinem Alter, oder? Bisschen älter. Bisschen ein halbes Jahr oder so. Okay. Und du so aber tut mir leid, wenn ich manchmal nicht so gescheit sprechen kann. Ich bin mittlerweile wieder, wie lange, 3 oder 4 Jahre jetzt in der Türkei wieder? Du kannst perfekt Deutsch, da gibt es gar kein Thema. Echt? Dankeschön. Ja. Wo bist du in der Türkei? In Ankara. Oh, schöne Stadt. Warst du da schon mal? Ja, aber das ist schon ewigst lange her. Ich war schon in Istanbul, ich war schon in Ankara, ich war schon in Izmir. Echt? Krass. Ja. Aber naja. Es ist schon ewig lang her, leider. Warst du schon mal in Konya? Nein. Ich war mal in Konya, aber da mag ich das nicht so, weil da wohnen sehr viele Bauern. Also wirklich viele. Was hast du gegen Bauern? Ich habe nichts gegen Bauern, aber viel zu viel auf einem Fleck ist nicht gut. Das ist genau wie bei den Juden. Wenn es zu viele sind, ist es nicht gut. Weißt du, wie ich meine? Okay. Oder okay. Wie bei den Muslimen. Auch schrecklich. So, Ahmed, weißt du, wer auf dem Bäder seinen Computer zugreift? Ach, Josef, ich verstehe dich wie immer gar nicht. Du redest wie eine behinderte Wichser. So redest du, Digga. Josef, du musst ein bisschen besser reden. Ich weiß nicht. Ach, Josef, hau rein, ich geh wieder. So, ich kann mir das nicht geben. Der Josef kann völlig normal reden, das weiß ich. Warum tut der dann jetzt so oft? Ich weiß es nicht, warum er sich verstellt. Ich kann es dir nicht sagen, warum er sich verstellt. Wer bist du überhaupt? Beader? Beader? Das heißt Bäder, das ist bayerisch und heißt auf Deutsch Peter. Peter, okay. Peter. Okay, Peter. Wie alt bist du denn? Ja, ich bin schon ein bisschen älter. Wie alt? Ein bisschen älter. Ja, wie alt ist ein bisschen älter? 20, 30? 50. Oh, du bist aber schon alt. Das stimmt, aber nur von meinem Alter her. Auch von den körperlichen
Eigenschaften? Bist du ein bisschen so eingerostet oder bist du noch? Nein, ich bin topfit. Ja, Tamam Aklama gerne, shit, Mann. Ich bin topfit. Bei mir fehlt sich noch gar nichts, noch überhaupt nichts. Ich bin auch von meiner Einstellung her. Ja, was ich noch. Ja, guck mal, wenn man schon jetzt so mit einem älteren Mann jetzt da ist, weißt du, von was ganz, ich. Ganz normal richtig, mit mir, ganz ja, normal reden. Ja, ja, aber weißt du, das wollte ich jetzt mal fragen, auf jeden Fall. Wenn, ich älter werde, das ist einer meiner größten Ängste. Ohne Spaß, das ist ernst, was ich jetzt sage. Ja? Also, wie soll ich das jetzt am besten sagen? Mein Sexualleben ist sehr, wie soll ich sagen, 10 von 10 im Moment. Wieso 10 von 10? Hast du Freundin? Nee, nee, mehrere. Ich nehme jeden Tag eine andere durch in der Türkei. Ist so schön, wirklich. Da kommen die Urlaub, aber mittlerweile Corona-Zeit, da, die, Not, Tja, in Corona-Zeiten sind ja die Hände gebunden, richtig? Und der Schwanz auch. Ja. Und was ich fragen wollte, wenn man älter wird, ja, funktioniert der Cock dann noch? Funktioniert alles hervorragend. Echt? Ja. Okay. Oh, noch komm mal reindrehen, hä? Überhaupt geht nichts mehr. Überhaupt keine Probleme, es funktioniert alles einmal. Oh, wenn man reintritt, dann no, geht es nicht mehr. Aber Start und lass mich mit ihm reden. Wenn sie Erwachsene halten, sind Kinder ruhig. Oh, Josef, da hat er was gesagt. Ja. Wir sind beide älter als du. Naja, also ich komme vielleicht später dann nochmal wieder, ja? Servus. Schön, dich kennenzulernen, Peter. Servus, alles klar, Ahmed. Ich wünsche dir was, gell? Jo. Ciao. Servus. Ciao. Oh, servus. Genau. Da, Ahmed, so wieder. Kann man denn bitte die 4 Bildschirme da irgendwie wegmachen? Da musst du auf DJ Sonas Privatvorstellung gehen. Warum? Weil dann geht's weg. Ja, aber dann geh ich auf Musik. Ich will keine Musik hören. Na. Magst du jetzt nur LS spielen und dir die Bayern mit? Nein, ich mag gar nichts mehr spielen heute. Ich mag heute überhaupt nichts mehr spielen. Wir können von mir aus noch reden, aber ich mag nichts mehr spielen heute. Das ist schade. Ja, ihr habt mir die Lust heute vollkommen genommen. Warum mir? Weil ihr rumgeblödelt habt, nicht ich. Was haben wir rumgeblödelt? Alles Mögliche. Der Hansi schaltet dauernd immer wieder Musik dazwischen ein. Wo der Muse her? Dann redet ihr so blöd, dann finde ich es nicht okay, Josef, dass du da deine Stimme verstellst und nicht einmal normal redest. Was verstehe ich meine Stimme? Red doch mal ganz normal, bitte. Red immer so. Das stimmt. Der holt halt irgendwas mit dem Hirn. Stimmt das, Hansi? Ja, also, ja, vielleicht nicht immer genau so, aber er redet immer wie ein rechter Depp. Es ist. Ist aber nicht jetzt nicht, gell? Hä? Ist aber jetzt nicht. Ja, aber ich bin ehrlich. Ehrlicher Bambus. Ja. Du kannst auch anders reden, Josef. Ihr habt dich schon mal anders gehört. Wir? Weiß ich nicht. Du hast schon mal anders geklungen. Wie habe ich da geklungen? Anders. Schau, jetzt kommt schon wieder was dazwischen. Muckst du Mucke, Herrn? Nein, ich mag jetzt keine Mucke. Eine Japsenmucke, nicht. Das meine ich mit Kindereien. Das meine ich mit Kindereien. Ja, du bist ein anderer Kind. Japsenmucke! Was magst du nicht? Komm mal das bitte schon. Ja, ich schalte keine Musik dazu oder sonst irgendwas. Dann dieses Hallen, was vorher gemacht wurde, das und solche Sachen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ihr wisst es, wie das funktioniert. Ich nicht. Jetzt hier hol mal auf, Hansi. Okay. Ich bin auf dem PC ein Depp. Das ist halt einfach so. Kenn mich auf dem PC überhaupt nicht auf. Ich bin nur voll Depp. Ich bin nur voll Depp auf dem PC. Ja. Aber das müsst ihr nicht ausnutzen. Warum nutzen wir das aus? Hansi. Ja.
Was nutzen wir aus, hä? Ich habe gesagt, ihr sollt es nicht ausnutzen. Ich habe nicht gesagt, ihr nutzt es aus. Ich habe gesagt, ihr sollt es bitte nicht ausnutzen. Sagen wir ja. Besser ist das, hä? Weil ich kenne mich nicht aus, überhaupt nicht. Aber wenn der Charlie wieder on ist, dann werde ich mit dem Charlie reden und werde ihm alles sagen, was mir so aufgefallen ist, was nicht in Ordnung ist. Und ich denke, er wird mir das in Ordnung bringen. Ja. Ja, der ist halt ITler, Mathematiker ist er. Ja, aber dann ist alles weg. Dann ist auch der Zugriff auf den PC und was weiß ich, was alles weg. Ich weiß nicht, wer Zugriff hat. Ich gehe über Discord. Irgendwo. Ja, das kann man besser. Das kann man irgendwie über Discord machen, aber ich weiß nicht wie. Da braucht man. Da muss man irgendwas zahlen und dann kann man mit Discord darüber gehen. Discord Nitro, glaube ich. Ja. Also er hat dann mit Sicherheit die Ahnung, was er machen muss, was er löschen muss oder machen muss, damit es nicht mehr passiert. Genau. Das sagst du ihm. Such. Und das sage ich ihm und ich hoffe mal, dass er mir da hilft. Leider war er heute nicht on, obwohl er eigentlich versprochen hat, er kommt on. Ja. Aber er war leider nicht on. Hm. Ja, der Charlie. Weil er wollte meinen PC heute mal durchchecken. Okay. Hast du ihn eigentlich schon mal gehört? Nein, noch nie. Ich habe ihn gestern nur geschrieben mit ihm. Okay. Ja, also ist gut, wenn ihr euch beide versteht. Auf jeden Fall. Ja, nachdem er gesehen hat, dass ich meinen Fehler eingesehen habe und ich wirklich keinerlei Ahnung habe und der Depp bin in der Beziehung. Ja. Also muss man sie immer als Deppis sein, oder? Nein, aber ich bin einer. Ja, ich sehe mich einmal als Deppi. Nein, ich stelle mich nicht als Depp hin, absolut nicht. Aber wenn ich Fehler mache, gestehe ich sie ein. Ich bin auch ein Fehler. Ah, na, Josef. Der Hans ist auch ein Fehler. Na. So, wir sind alle zwei als Fehler entstanden. Nein, Hans ist kein Fehler. Der Hansi kommt mir völlig normal vor. Ja, und ihr? Ich habe dich leider noch nicht kennengelernt. Ich habe Hansi noch nicht kennengelernt. Ich würde euch beide sehr gerne kennenlernen, aber... Aber? Ja, bisher kam es leider nicht dazu. Du magst nicht, oder wer? Ich mag sehr gerne. Das wisst ihr ganz genau. Und lieber jetzt als morgen. Aber wenn wir uns jetzt vertreten? Na. Aber ich bin ja gespannt, ob's das mit 2 Wochen wird's ist. Bin ja gespannt. Aber dann geht's halt nur abends, aber gut, das kriegen wir auch auf die Reihe. Weil da ist ja noch hell, abends um 6:30 oder sowas. Da ist ja noch hell. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ja, nicht nur wahrscheinlich, da ist bis um 10 Uhr hell. Ja. Na. Bis um 10 Uhr nicht. Ja, halb 10. Aber es ist auf jeden Fall genug Zeit. Ich denke mal, mehr als eine Stunde wird es nicht brauchen mit mir. Ja, aber erstmal muss der Toni Bauer das machen, gell? Ja, der fette Toni Bauer. Ja, der Toni Bauer tritt ja nur einmal zu. Ja. Ich glaube, der macht das gern am Mittag rum. Ja, das geht aber nicht. Da bin ich nicht da. Ganz einfach. Das arrangieren wir schon. Nein, da geht nichts mit arrangieren. Frag's einmal ganz lieb. Und ja, die Mittagspause. Hey, das geht nur nächste Woche noch und dann nicht mehr. Weil dann muss ich fahren, nämlich 4-mal am Tag, nämlich in der Früh, spät in der Früh. Ja. Also sprich, die erste Tour ist in der Früh um 6. Die nächste Tour ist dann um 9. Und die nächste Tour ist dann um Mittag, da hole ich nämlich die Schüler wieder ab. Ja. Dann ist die nächste Tour um 3 Nachmittag und die letzte Tour ist dann abends so halbe fünf. Ja, du kannst ja theoretisch, wenn du mit dem Bus vorbeifährst, hältst irgendwo an, da wo der Donibauer sich treffen will, steigst aus. Nee, weil ich ihn nicht mitnehmen darf. Du musst ihn ja nicht mitnehmen, du steigst schnell aus. Ich kann auch nicht aussteigen, nein. Warum das nicht? Geht nicht.
Du sagst, oh. Oh, der Reifen ist platt. Dann gehst du schnell raus, der Tonibauer steht da. Hallo. Nein, nein, nein. Ich kann mit meinem Privatauto da hinfahren, das werde ich auch machen. Ja, aber ich kann mit dem. Hey. Jetzt machen wir mal eine ganz andere Liga, zieh mal auf. Du kannst sagen, du bist dran. Hallo, darf ich nur ausreden? Du kannst sagen, du bist dran. Hallo, darf ich nur ausreden? Ja, ja. Dann lass mich nur ausreden, dann darfst du. Okay? Mhm. Ja. So, ich wollte jetzt gerade erklären, mein Auto ist GPS. Das heißt, mein Arbeitgeber kann immer sehen, wo ich bin. Mhm. Immer. Mhm. Deswegen darf auch niemand da mitfahren. Mhm. Ja, weil es auch mikrofonmäßig, also sprich, sie merken, wenn jemand anders mitfährt. Ja, das braucht man jetzt nicht verzeihen. Das ist so. Das zeigst du mir mal das Mikrofon, das fotografiert man. Das kann ich nicht zeigen, weil die Firma hat das. Wir wissen nicht, wo im Bus das GPS-System oder sonst irgendwas ist, das wissen wir nicht, das wird uns auch nicht gesagt, ja, sondern es wurde installiert, und zwar, das wurde sogar bei mir installiert, während ich hier in der Wohnung war. Was? Ja, der ist, der ist ja, auf, und wo fährst du nochmal? Der ist auf den Hof gefahren, hat einen Zweitschlüssel gehabt, hat die Tür aufgemacht, hat das GPS installiert, hat wieder zugesperrt, und dann habe ich eine Nachricht bekommen auf WhatsApp, weil bei uns alles über WhatsApp läuft, ja, habe ich die Nachricht auf WhatsApp bekommen, dass mir ein GPS-System eingebaut wurde, ja? Gepflanzt. Und ja, das war alles. Wir wurden einfach nur vor Tatsachen gestellt. So ist es halt leider. Ja? Aha. Und wir dürfen halt leider keinen mitnehmen. Das ist halt leider so. Ich kann jemanden mitnehmen, wenn ich alleine bin, sage ich mal, und ich bin gerade vielleicht auf dem Weg dahin oder nach Hause, sage ich mal, dass ich auf dem direkten Weg bin nach Hause von der letzten Station und dann nach Hause fahre, und unterwegs würdest du jetzt stehen, dann könnte ich dich die paar Meter mitnehmen zu mir, ja? Aber dann müsste ich dich mit dem Privatauto nach Hause bringen. Verstehst, was ich meine? Ja. Und wo fährst du nochmal? Was mache ich? Wo fährst du nochmal? Beim Köhler. Wo du nochmal fährst? Habe ich dir doch gesagt. Ja, wo? Fährt man nochmal. Bei Kreis und unter Ding da, wie nennt man das? Pferd für Caritas ist der Kühler. Mhm. Wieso? In Karlsfeifel. Ist das der Hauptsitz? Ja. Also ist nicht der Hauptsitz. Der Hauptsitz ist, glaube ich, in Frankfurt. Und was ist, wenn es krank ist? Dann melde ich mich ab. Wieso? Ja, kannst du machen. Was flüsterst du jetzt so? Weil ich leise sein muss. Warum denn? Weil sonst wer schimpft. Wer schimpft? Mutter. Weil sonst wer schimpft. Weil was? Die Mutter. Hansi, aber du sitzt ganz normal. Ja, ich frei. Wohne ja auch nicht neben der Mutter. So, wo wohnst du dann? Ja, auch im Haus, aber nicht neben meinem Zimmer von der Mutter. Ach so, dein Zimmer ist nicht neben meinem Josef sein Zimmer. Na. Wo ist dein Zimmer? Drunter. Oben? Drunter. Ja, der Josef ist oben, Murda ist oben und ich bin unten beim Wohnzimmer daneben. Ach, das ist aber Black Lover für den Josef. Ja, das stimmt. Das ist aber Black Lover, aber gut für die Hansi. Das stimmt. Da kannst du machen, was du willst, da oben in deinem Zimmer, oder? Da unten in deinem Zimmer. Ja. Drum sagst du ja immer unten. Ja. Okay. Jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich's, warum. Wenn ich krank bin, ja, dann muss ich mich anrufen und krank melden. Beziehungsweise innerhalb von 3 Tagen eine Krankmeldung reinschicken. Das kannst du ja machen. Was? Das kannst du ja machen, Baby.
Na, weil ich war jetzt 3 Monate daheim. Ja, und? Ich war jetzt 3 Monate daheim, wir kriegen keinen Urlaub jetzt momentan und gar nichts, wir haben Urlaubssperre. Ja, aber krank ist krank. Ja, nee, jetzt nicht mehr so leicht. Das haben sie auch gesagt, dass das jetzt leider nicht mehr so leicht ist, das wollen sie jetzt dann ändern. Ja, und? Das kriegen wir schon irgendwie. Nein. Das kriegen wir schon irgendwie. Nein, ich hab gesagt, unterpackt. Das kriegen wir schon irgendwie. Hallo, Josef. Das kriegen wir. Untertags nicht. Ich bin da schon noch hier. Abend ab 6:30 bin ich verfügbar. Ja, das kriegen wir schon. Habt ihr gehört? Ja. Das kriegen wir schon hier. Aber ab irgendwie abends kriegen wir sie, ich glaube, ja. Genau, ab abends um 6:30 bin ich verfügbar. Untertags, nein. Und zu, das kriegen wir hin. Und Hansi, zu deiner Frage, du hast mich gefragt, warum kann ich nicht von München hier reinfahren, während Mittag, weil das nicht geht. Hm. Weil am Mittag hole ich die Schüler ab. Du weißt selber, wann du Schule aus hast. Ja. Ja, und da hole ich die Schüler ab, aber in München. In München gibt es da Behindertenschule. Nee, ich hole ganz normale Schüler. Ach so. Normale. Ah, du bist kein Behindertenfahrer. Doch, beides. Ah. Ach das, so. Was wir an Aufträgen bekommen, das fahre ich. Und was fährst du lieber, Behinderte oder nicht Behinderte? Also Kinder habe ich bis jetzt Sehbehinderte gefahren. Und Sehbehinderte ist ja nichts Schlimmes, sage ich jetzt einmal. Aha. Da kann mal ein Blinder dabei sein, trotzdem sehr, sehr nette Jungs oder sehr nette Mädels. Ja. Da kann aber auch einer, der schielt, dabei sein. Einer, der halt eine, ja, der in jungen Jahren schon 6,0 hat als Brille oder sonst irgend sowas, ja. Da kann alles Mögliche dabei sein. Dass die Pupille etwas betrübt ist oder sonst irgendwas, dass die Sehstärke schwächer ist als normal, ja. Das sind ja alles Sehbehinderte, ja. Ja. Die können völlig normal sein, völlig normal. Die sind ja deshalb nicht behindert. Ja. In keiner Art und Weise. Ja, als sehbehindert, aber. Ja. Richtig, aber nicht vom Verhalten, nicht vom Lernen her. Ja, vom Verhalten sind sie ja auch behindert, wenn sie sehbehindert sind, weil dann können sie ja gewisse Dinge nicht machen. Kommt drauf an, welches Sehbehindert. Ja. Aber wie machen die dann Schule, weißt du das? Du, die gehen sogar in die Realschule. Was? Ja, ja. Okay. Ja, ja, die gehen sogar in die Realschule. Also, da ist nichts, da wird nichts gemacht. Also, da ist alles ganz normal. Mhm. Also, völlig normal. Okay. Und? Also, ich fahre aber auch ganz normale Kinder. Mhm. Aus natürlich München raus. Du, je nachdem, wo die Tour mir gesagt wird, ja? Teilweise gehen welche in Unterschleißheim, in Sehbehindertenzentrum zum Beispiel. Ja. Ja. Und da muss ich die bis zum Münchner Osten fahren, bis nach Sendling, bis nach Leim, bis nach, was weiß ich, Großhadern oder sonst irgendwas. Also ziemlich weit. Mhm. Ja, und da kann ich dann natürlich nicht rausfahren, das ist ja klar, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Ja. Du weißt, wann du Feierabend hast, ja? Ja. Das ist bei denen nicht anders. Dann hole ich die ab und dann fahre ich die da, was weiß ich, nach Sendling oder nach Großhadern oder sonst irgendwas. Da bin ich dann eine Stunde später. Ja? Ja. Und dann würde ich nach rauskommen, extra zum Treffen und dann wieder reinfahren. Macht wenig Sinn. Das stimmt, ja. Das macht wenig Sinn. Also, du wenigstens siehst es ein, das finde ich gut. Ja, ist halt schade, gell, aber ja. Ja, aber ich finde das cool, dass du das einsiehst. Ja, das zeigt mir, dass dein Horizont schon sehr erweitert ist. Ja. Ja, weil du wirkst auf mich jetzt nicht wie ein Kind, sondern du wirkst auf mich schon wie ein junger Mann, sage ich jetzt einmal. Ja? Mhm. Also wie ein Jugendlicher, ja? Ja. Ja, aber, also wie 13 wirkst du auf mich nicht, ernsthaft. Ja, wie es ist. Ja, ja, aber du wirkst nicht so auf mich. Also du bist für einen 13-Jährigen schon ziemlich weit. Mhm.
schon, oder? Ja, das kann man selber schlecht sagen. Ja, aber hör mal allein deine Stimme. Ja, da kann ich nichts dafür. Nee, aber das ist doch geil, wenn du eine tiefe Stimme hast. Ja, naja. Naja, ich finde das super, weil damit wirkst du automatisch älter. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel der vorher, der da dazwischen gelabert hat. Der, wie heißt der? Detzek. Nee, der Georg, oder wie heißt der? Floorgang-Veteran. Der Kleine, ja, wie heißt denn richtig? Ja, der Tobi, ja. Tobi. Ja, der Tobi, dagegen sehr jung, ja? Ja, der, ja. Ja, der ist ja ein halbes Jahr jünger als ich, oder ganzes Jahr, ganzes. Ja, aber wirkt 4 Jahre jünger. Ja, das weiß ich nicht, ja, naja. Ist so. Ist wirklich so. Aber ich finde super, dass du das einsiehst, ja? Mhm. Ich hoffe, der Josef hört dazu, dass beide dann hört, warum das so ist, warum mir da die Hände gebunden sind und warum ich mittags eben leider nicht kann. Ich würde mittags gehen können, aber ich kann leider nicht, ja? Weil es einfach nicht funktioniert. Nicht vom Fahrtechnischen und auch nicht von der Zeit her. Ja? Das ist schade, gell? Das weißt du, ja. Ja, aber es geht doch abends ab 6:30 doch genauso. Ja. Das geht doch genauso. Das ist doch genauso hell wie Nachmittag um 3. Ja, aber ist es, ja, aber da passt es halt mehr. Ja, wieso? Das passt doch abends auch. Ja, naja. Du musst ja nicht jeden Tag in den Stall, oder? Na. Na, ist er da. Da passt doch mehr. Da passt doch auch. Wer ist das? Josef, bist du noch da? Josef, draußen? Ich weiß nicht, was los ist. Bist du noch da? Hm? Ja, er ist noch da. Er ist noch da. Er hat zugehört. Gut. Finde ich gut. Ja. Und ich hoffe mal, dass er das, dass es dann auch bitte so hinnimmt, wie es ist. Ich kann leider nichts dafür. Aha. So ja. Ist es halt leider. Ja. So ist mir das halt leider vorgeschrieben. Ja. Ich kann es leider nicht ändern. So ist es halt, aber wie gesagt, abends ab 6:30 ist auch hell. Jetzt dann vor allen Dingen. Und Nachmittag geht's, oder beziehungsweise in der Früh oder Nachmittag wird's am Samstag zum Beispiel gehen. Mhm. Ja, ja? Aber ja, der Toni muss halt erst seinen Teil abgeliefert haben, gell? Nächste Woche hätte er noch die Zeit, um es auch mittags zu tun. Ja. Ich muss in der Früh fahren, bis 9:00 und muss dann wieder 2:00 fahren. Bis 4:00. Ja. Also nächste Woche muss ich nicht viel fahren, weil es sind ja noch Ferien. Sind da noch keine Kinder dabei. Also von dem her gesehen. Fährst du auch Erwachsene? Ja. Echt? Okay. Ja, also den Typ, den ich nächste Woche fahre, das ist ein Autist, der lebt in seiner ganz eigenen Welt. Ja. Ja. Der ist völlig weggetreten, der kriegt nichts mit. Okay. Ja, der ist völlig in seiner eigenen Welt, der ist 25 Jahre jung, der Bursch. Ja. Ja, eigentlich so vom äußeren Erscheinungsbild her. Ein junger Mann, ja, der im Leben steht, sagt man mal so, ja? Ja. Aber er kriegt halt überhaupt nichts mit. Ist das schon Brunner? Nee. Okay. Nee. Hast du schon mal was aus Schönbrunn gefahren? Nicht, gell? Einmal habe ich einen gefahren, ja. Einmal. Wie hieß der? Boah, das weiß ich nicht mehr. Aber einen? Einen Mann. Okay. Einen Mann, so irgendwie. Was wird der gewesen sein? Um die 55, 60? Ah ja, die kenne ich nicht. Ja, ich auch nicht.
Josef? Ich beschäftige mich auch nicht so mit meiner Altersklasse, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Warum nicht? Weil ich einfach noch, vom inneren, von meiner inneren Einstellung jünger bin. Mhm, ja. Muss jeder selber wissen, gell? Ja, ich kann jetzt mit Gleichaltrigen weniger anfangen. Wie alt sind denn deine Freunde? Also ich habe einen Spitzel, der ist 35, hat zwei Kinder. Ja. Und eine Frau, ganz klar. Nette Familie. Ja. Und ich verstehe mich mit dem hervorragend. Mhm. Der weiß auch, wie alt ich bin. Also von dem her, da gibt es überhaupt keine Probleme. Ich spiel selber ja Fußball. Bei alte Herren, oder? Ja, aber in der jungen alten Herren. Wir haben eine alte Herrenmannschaft und eine junge alte Herrenmannschaft. Mhm. Und ich spiele in der jungen alten Herrenmannschaft. Aha. Weil die Alten sind mir zu alt. Das stimmt, die Alten sind immer alt. Es ist einfach meine innere Einstellung so. Ja? Mhm. Ich kann mit Leuten in meinem Alter oder in meinem Alter herum wenig anfangen. Mhm. Ist leider so. So ist es halt. Ja? Ja. Ich kann mit Jüngeren mehr anfangen. Mhm. Ja, ich verstehe mich auch mit Jüngeren ganz gut, muss ich sagen. Was haust denn rein, was für Volksmusik? Ich? Gar nichts. Ja, Hansi stand da gerade, Volksmusik. Das ist der Josef, der hat meinen Namen als Name. Warum eigentlich? Warum heißt der nicht Josef da drin? Ey, so ist... Warum heißt er nicht Josef? Weil er Depp ist, wie immer. Weil so ist. Schreibt er gerade. Ja. Also gibt's das zu, was der Hansi gerade gesagt hat. jetzt weiß er nicht mehr weiter. Es ist, wie es ist. Und er hat gesagt, ja, so ist es. Ich hab einen Account nicht erstellen können, sagt er. So ein Schwachsinn. Warum sollte er einen Account nicht erstellen können? Weiß ich nicht. Der ist halt einfach dumm. Ja, aber er ist doch ganz normal, oder? Er ist schon dumm. Dümmer als der Durchschnittsbürger. Du meinst, er ist anders als andere 19-Jährige oder 20-Jährige? Ja. Lerndefizit hat er auf jeden Fall. Ehrlich? Ja, denk schon. Du kannst perfekt Englisch. Wie gibt's das eigentlich? Ich bin Mathematiker. Ja, wie Mathematiker? Wie kannst du in deinem Alter schon so gut Englisch können? Wir haben es in der Schule gehabt, in der dritten und vierten auch schon, weil ich war da in dem Sonderzweig. Okay. Ja. Also bist du hochbegabt, oder wie? Na, das war von der Grundschule aus ein Projekt, weil ja Englisch die Weltsprache ist und ganz wichtig ist heutzutage. Das stimmt, ja. Ja, und weiter? Was? Du hättest bloß einen Schmarrn, hat er gesagt. Ja, der ist... der Josef war auf der Sonderschule. Jetzt ist er Bauer werden, aber der schafft es niemals. Niemals. Warum sollte das nicht schaffen? Weil er so dumm ist, das ist unglaublich. Er muss halt die Schule bestehen. Als Landwirt musst du die Schule ja bestehen. Ja, das schafft er nicht. Du musst ihm halt helfen. Ja, wie denn? Ja, wie? Indem du mit ihm lernst. Ja, aber es bringt nichts. Und er hat Defizite, die du anscheinend schon nicht mehr hast, sage ich jetzt einmal, mit ihm aufarbeitest oder so in die Richtung. Ja, aber ja, der ist halt einfach deppert, der kann sich nichts merken. Ja. Okay. Also, bis jetzt hat er mir nicht den Eindruck gemacht. Also, er kennt sich in der Landwirtschaft und so weiter, kennt er sich ja, gut aus. Ja, das stimmt, aber er weiß halt irgendwie, er kann keine Rechtschreibung eigentlich, der kann gar nichts. Nix und aber nix. Okay. Du gehst in Realschule oder Gymnasium? Realschule. Warum nicht Gymnasium? Gute Nacht. Da sollte ich nicht hin von der Murde aus. Wieso denn?
das? Ja, weil es zu viel Arbeit ist und ich sowieso nur Bauern werden, soll, ja. Ja, werden soll, willst du das werden? Ja, schon. Willst du Landwirt werden? Ja. Schon? Ja. Dann hast du die besten Voraussetzungen dafür, oder? Ja, aber ich bin dann halt kein depperter Bauer wie der Josef, weil der Josef, der, na. Du meinst, dass die Bauern alle deppert sind, oder was? Ja, na, nicht alle, aber schon viele. Natürlich gibt's ein paar, die... Das gibt's, die gibt's wirklich, da hast du recht. Ja. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber es ist so. Der Kreinsche, ja. Bauer zum Beispiel. Wer? Der Kreinsche. Der Kreinsche? Wer ist der? Kreinsche, ja, das ist ein hochgewachsener Depp. Der hat nur Schnupftabak im Sinn. Mehr hat er den im Sinn. Ja. Ja, und seine Viecher und so weiter? Ja, Schweine hat er. Schweinebauer. Ja, und? Der ist so. Wo ist der? In Weixach, oder? Na. Der wohnt im Landkreis, weiß ich, Dachau irgendwo, keine Ahnung. Okay. Hast du ihn auf Insta kennengelernt, oder was? Na, der ist auch ein Freund vom Josef oder Freund, naja. Aber und der ist hier drin, oder wie? Na, der ist nicht hier drin, der ist hier nicht drin, der Josef kennt ihn aus dem echten Leben. Ah, okay, jetzt alles klar. Der Kreinsche, der nur Schnupftabak, mehr nickt, mehr nicht und saufen, mehr. Mehr hat er nicht, ja, im Sinn. Saufen tut er der Josef auch ganz gern, oder? Ja, und ja, Marihuana auch. Also mehr ist er nicht. Okay. Ja, dann wäre er deppert, je mehr Marihuana er nimmt. Ja, das merkt man auch, also, ja. Weil Marihuana ist ja was genau das Gegenteil bewirkt von dem, was vielleicht manche meinen. Ja, das macht einen dumm. Ja, weil ich bin auch keiner, der aufs Hirn gefallen ist, weißt du? Mhm. Hören Sie, auch wenn ich manchmal rumschreie oder sowas, aber ich bin keiner, der aufs Hirn gefallen ist, ja? Mhm. Also ich bin auch nicht dumm. Das behaupte ich jetzt immer. Ja, das musst du ja wissen, du hast ja schon viel Erfahrung im Leben gemacht, gell, mit anderen Menschen. Ob ich die RAF gut finde? Na, die RAF finde ich mit Sicherheit nicht gut. Bist du rechts, Hansi? Ja. Ja? Voll? Nein, aber ja. Angehaucht. Rechts. Liberal. Aber lieber rechts als in der Mitte, oder wie? Ja. Okay. Also, was sagst du zum Thema? Ja, ich sag's jetzt mal ganz neutral, Ausländer. Was soll man dazu groß sagen? Also, wenn sie einen Grund haben dafür, im Land zu wohnen, dann sollen sie auch hier wohnen, aber sonst nicht. Ja, ich bin sogar der Meinung, wir haben zu viele. Deswegen bin ich noch nicht rechts. Aber das sage ich ganz offen. Es sind zu viele einfach. Wir haben zu viele hier in Deutschland. Ja, nicht, dass hier sich ja Subkulturen bilden und die sich dann zusammenschließen und dann... Das ist aber schon passiert. Ich sag nur Muslime. Naja, aber jetzt der Ahmed zum Beispiel, das ist ein guter Mut, der war auch in Deutschland. Ich schon, aber wie viele Moscheen haben wir schon? Ja, schon ein bisschen zu viele, ne? Viel zu viele. Ja. Viel zu viele. Ja. Das stimmt, ja, da hast du recht, Josef. Das ist richtig. Ist aber in Frankfurt nichts anderes. Oder in Berlin, oder in Stuttgart. Ist genau dasselbe. Ist wirklich so, Hansi. Ja. Wenn dir 10 Leute in München begegnen, triffst du 10 Ausländer. Da ist nicht ein Deutscher dabei. Es ist, wie es ist. Nicht einer.
Ja, du darfst ja auch reden. Ja. Ist es denn in Mikes auch so krass, oder? Nein, da gibt's die Frau Korb, die ist halt jüdischer Abstammung und die ist auch schwarz, aber mehr ist sie nicht. Was, jüdische Abstammung und schwarz? Ja. Wie geht das? Ja, mit solchen Latten. Ihr Sohn wohnt in Afrika, der andere Sohn, der hat in München die Masken für Obdachlose ausgeteilt, wegen Corona. Aha, okay. Ja. Ist ja super. Naja, ja. Dass er das gemacht hat, ist doch super. Ja, naja. Ja. Oder nicht? Ja, die Masken sind sehr schön, die hat sie selber gestrickt und eine Baggerhose hat sie auch gemacht für ihren Enkel. Okay, ja. Okay. Die kann man schnell hoch und runter ziehen, damit, ja. Aber so, gibt's bei euch nicht so viele, ja, so Asylantenheim gibt's doch bei euch auch, oder? Also diese Container da, die für... Ja, in Schwabhausen gibt's einen zum Beispiel, oder in Indersdorf. Ja, aber im Ding auch, oder? In Sachs. Na? Gibt's sowas da nicht? Na. Also nicht direkt in Weichs, halt außerhalb, aber. Ja. Schon, gell? Ja. Außerhalb gibt's das schon. Ja. Man zählt ja noch zu Weichs dann. Oder ist es halt Sperrgebiet? Okay. Ja, ich weiß nicht, wo das ist in Weichs. Kurdistan. Nein, wo die sind. Kurdistan ist es. Ja, da kenne ich mich nicht aus. Wenn du sagst Kurdistan, kenne ich mich nicht aus. Nee. Ah, schade. Ich weiß, wo Kurdistan ist, aber nicht in Weichs, wo Kurdistan ist. Ja. Das weiß ich schon. Mhm, ja. Ich kenne die ganzen... Balkan nicht, sondern recht. Hier ist nicht Balkan. Ja. Balkan sind die Ostblock sind Balkan. Am Rabat. Aus Tunesien. Oder Marokko. Na, Marokko. Kann auch sein, ja. Ja. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass, dass wir einfach zu viele haben, aber deswegen ist man ja noch lange nicht rechts, wenn man sagt, wir haben zu viel davor. Nee, aber, ja, aber schon. Oder findest du, dass man deswegen rechts ist? Das hat der Josef angemacht. Josef, das bitte wieder ausmachen. Josef! Danke. Ja. Unterhalten wir doch gerade mit dem Hansi. Verkraftet er nicht, oder? Dass ich mich mit dir ganz normal unterhalten kann. Das kann gut sein, ja. Ich weiß es ja nicht. Ja, aber ich kann mich wirklich mit dir ganz normal unterhalten. Ja. So. Ich denke, du gehst ins Bett, dann geh hin ins Bett. Gute Nacht. Jetzt. Was? Hansi, was? Schau doch mal Privatnachrichtung, Mongo. Wenn du dann Landwirt werden willst, schau mal, was ich dir geschickt habe. Hast du dir schon schnell irgendwelche Vorstellungen? Aber was du kannst auch warten damit. Wie du dir so einen Hof, wie du dir die Gestaltung des Hofes vorstellst oder so? Ja, ich mag halt veganer Bauer werden, weil das ist die Zukunft. Und was heißt veganer Bauer? Ohne Tiere. Warum das? Das finde ich ist nicht die Zukunft. Das soll ich da gleich. Das glaube ich nicht, dass das die Zukunft wird. Ich glaub schon. Nein, ich glaub's nicht. Hans, du musst auch ins Bett. Ja, du musst nicht ins Bett. Das sagt er. Oh, ja, du musst nicht ins Bett. Ja, wenn er sagt, ab jetzt, ja. Mom hat gesagt, das sagt er jetzt. Na, das kann schon sein. Oh, ja, lieber geh mal, weil wenn nur der Böse wird. Ja, dann bis morgen, Peter. Ja, servus.
Danke für diesen Stream. Es war mir eine Ehre gewesen.